1-2. Du hast dein Ziel erreicht. Thank you.
Moin, Wasserfin. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Nicht neut, natürlich fürchterlich übermüdet, weil es eine lange Nacht war wegen dem Sturm. War ein paar Mal draußen und
Aber es ist soweit alle gut. Also hier ist alle gut, aber wie gesagt, ab und zu muss ich doch mal nochmal los und denn das ist meistens eine schöne. Aber es ist alles soweit. Also hier hat alles soweit gut überstanden. Also Balkonwischeln hat dies ja nicht funktioniert, weil der Sturm von der anderen Seite kam. Und daher, weil wir in so einem großen Eckhaus wohnen, so im Arbeiterschließfach, kann man sich auf Google Earth anklicken. Blumenberger Dammecke, Meroallee. Da fängt sich der Wind so schön und pfeift alle zusammen und das ist schön. Ich hoffe, bei euch ist alles gut hier. Und der eine oder andere hat ja ein paar mehr Probleme gehabt, gerade im Norden mit Springflut und so. Das war vielleicht nicht so lustig. Rostock muss auch heftig gewesen sein. Und das T-Shirt hier zum Beispiel, ja, das ist von Micha. Das hat mir Micha geschenkt, mein lieber Guter. Der mich versucht hat anzurufen vorhin, aber mein Telefon ist der Meinung, nicht mal klingeln zu müssen, offensichtlich. Ich habe es nicht gehört. Ich habe geschlafen nämlich, Mittagsruhe. Und halt, hier fehlt Chili-Pulver. Und insofern habe ich es wieder nicht gehört, leider. Und er hat sich ja um mein Auto gekümmert und auch da hat er angerufen, weil die Kiste nicht angekriegt hat, weil das Lenkradschloss so stramm ist und er den Schlüssel nicht umdrehen konnte. Und ich habe das auch nicht gehört. Und das war natürlich auch scheiße. Und das war im Stream. Also der Telefon habe ich ja hier direkt von der Nase liegen. Also ich werde mal jetzt wirklich umswitchen. Er hat mir nämlich sein altes gegeben und ich habe es jetzt. Ich war immer zu faul, das umzubauen. Das ist ein iPhone 12X, ja, glaube ich. Und ich habe ja ein Huawei und ich muss praktisch alles von der einen Plattform auf die andere portieren. Und da habe ich mich noch ein bisschen vorgescheut, gerade wegen den ganzen Bankkäse und Zertifikaten und was da alles drauf ist, damit ich auf mein Netzwerk komme. Weil das ja alles bei mir nicht so einfach offen ist. Ja. So, also, meine Lieben, es steht an, dass nette Autofahr drumrum Spielchen. Und das Erste, was uns natürlich angrinst, ist, wir haben eine Schatzkarte. Ja, wies ich natürlich leider schon. Und erwähne jetzt nicht, dass das Engländer sind, die dieses Spiel programmieren, oder? Gut. Also, fahre 5 Meilen, 8 Kilometer in einem Horizon Open Rennen. Das können Sie sich klemmen. Warum sage ich das so harsch? Seit bestimmt drei Serien versuchen sie zwangsweise, die Spieler in diesen Horizon Open Käse reinzuquetschen. Meine Meinung, ganz ehrlich, das können sie aus dem Spiel löschen, weil das interessiert die Masse der Spieler überhaupt nicht. Null. Ja, und naja. Ja, komme ich gleich zu, Barsafe. So, und deshalb 8 Meilen Horizon Open Rennen können sie alleine mal. Ja, hab keinen Bock zu. Dann gibt es ein GT3, den RS4 ist das nächste neue Auto in diesem Spiel für 25 Punkte, finde ich schön. Damit ist es ein Auto, was praktisch jeder auch offline kriegen kann, auch wenn man die Schatzkarte nicht schafft. aber da kommen wir gleich zu. Italienisch-französische Hersteller sind berühmt. Letzte war deutsch und amerikanisch, jetzt sind italienische. Auch hier ist wieder zu sehen, dass die japanischen Autos vorne sind seit 3 Wochen. Seitdem diese Challenge World Challenge ist und sie jetzt mit den Forza-Tons versuchen, die Punktezahlen für die anderen Autos zu knacken und nach oben zu baiten. Ja, weil, oder zu zwingen. Das ist nichts weiter, weil das wird ja auch für diese World Challenge gezählt, dass damit die Punktezahlen und Prozentzahlen für die anderen Länderhersteller praktisch nach oben gezwungen werden. Ja. Halte ich genauso wenig von. Entweder ich habe eine Challenge, wo die Leute sich das Land aussuchen können oder nicht. Ja, aber wenn ich dazu gezwungen werde, letzte Woche ja auch schon, hier waren es deutsche Hersteller und amerikanische, jetzt haben wir französische, italienische. Ja, ist affig. So, Forzaton ist sehr interessant. Wer 600 Punkte hat, kann hier zuschlagen. Der Ferrari 599 XXE von 2012 und ein Bugatti Veyron, den braucht man sich nicht kaufen, den kriegt man umsonst, wenn man 20 Eliminatoren anfängt und beendet, wodurch auch immer. Und es gibt eine Schatzkarte. Es gibt eine Schatzkarte und die ist übersetzt im Deutschen: Sieh nur, Rallye-Munzer jagen 5 Stiere. Jo. Also, das Auto ist klar. Ja, das habe ich gestern schon getunt. Das Tuning ist freigegeben, ist scheiße. Das Auto ist scheiße, das bleibt scheiße und wird auch nicht besser dadurch. Ja? Aber man kann es fahren. Man kann es fahren und obwohl gestern ein Patch war,
haben sie es nicht hingekriegt, den, ich kann meine Tunings nicht mehr löschen, Bug zu löschen. Selbst wenn ich ein bestehendes Tuning überschreibe, erstelle ich damit ein neues Tuning, was ich nicht mehr löschen kann. Finde ich total cool. Also das Spiel ist mehr oder weniger tot, wenn sie das nicht ändern. Aber das hatten wir ja schon ein Thema. Da reite ich jetzt nicht schnell davon. So, jetzt suche ich mir nochmal den Post von Horizon gestern, den wir im Dev-Blog hatten. Jetzt muss ich erstmal kicken. Da ist schon wieder so viel drin hier wegen Horizon Zero Dawn. Forza. Nee, Quatsch. Ich muss ja suchen. Hier. Forza. Forza Horizon 5. Wo ist er? Denn ich will dir die englische Übersetzung direkt zeigen oder vorlesen, dann ist es nämlich einfacher. Ich habe sie nämlich schon wieder vergessen. Ich habe sie nämlich wieder vergessen. So, Forza UK. Da ist der Block. Und da ist er. So, im Englischen steht da nämlich: Look, Rallying Beast Chasing Five Bulls. Also, das hat nichts mit Stieren zu tun, Barca-Fan. Das ist, ja. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, was es ist, ob es sich um eine Arcade-Veranstaltung praktisch führt. Arcade-Veranstaltung. Mir fehlt das Wort gerade. Also mein Wortschatz ist gerade auf dem Weg nach China. Also hier siehst du ja diese, du kennst ja diese Arcade-Veranstaltungen, wo du diese bestimmten Themen hast. Drift, Sprung, Geschwindigkeit. Und bei der Sprungsache, ja, gibt es ja auch eine Herausforderung, dass du viele kleine Sprungschanzen hast und du hast diese großen Zielscheiben, wo dieses orange Bull, ja, in der Mitte ist. Und ich denke, dass sich darauf bezieht, dass du mit diesem Auto, was du hier siehst, den Ford, den ich schon getunt habe für euch, fünf Bulls treffen musst in Folge. So habe ich übersetzt das aus dem Englischen. Also im Englischen steht hier Treasure Hunt on Target, ja? Treasure Clue, Look, Rallying Beast Chasing Five Bulls. Ja? Also das Rally Beast findet oder knapp. Findet fünf Bulls, ja, fünf Stiere haben sie es übersetzt, klar. Und ich denke, dass ich das auf die, ich habe die falsche Maus in der Hand, ich knappel. Ich denke, dass sich das auf eine Arcade-Veranstaltung bezieht. Warum? Weil die, oder eben hier auf das Event Lab. Ja. Auf das Event Lab, da gibt es ja Mulege High Climb, Realistic High Climb Event with Custom Scoring. Three-Run-Format. Da kann sein, dass wir da praktisch was haben. Die andere Sache ist, dass zum Beispiel diese Arcade-Veranstaltung, ja, nicht mehr da ist. Welch ein Wunder. Es haben sich genug Leute aufgeregt, dass dieser Arcade-Käse endlich rausgenommen wurde. Ja? Dieses Zwingen in diese Arcade-Veranstaltung zum Online. Dass man mit anderen Leuten zusammenspielt. Da haben sich sehr viele darüber aufgeregt. Dementsprechend ist sie jetzt raus. Zu Recht. Weil das hat einfach genervt. Ja. Und nee, da kommt nichts mit den Zielscheiben. Okay, es war jetzt nur eine Vermutung. Ich bin die ja noch nicht gefahren. Dann wird es eine Arcade-Veranstaltung sein mit Sprung. Das werden wir mal probieren, ob wir eine kriegen. Und wie gesagt, das Auto, was wir da zur Verfügung haben, ist der M-Sport Fiesta RS von 2017. Na, der ist eigentlich weiß. Um den wird es gehen. Ja. Und den kriegt man relativ günstig, glaube ich, im Autohaus. Wenn ich mich nicht irre. Kicken wir mal zu Hersteller springen und fort. Von 2017. Der ist hier. Kostet eine halbe Million. Also easy. Braucht man nicht teuer steigern, sondern kannst du ganz easy im
Dingskofen und im Auktionshaus kostet da. Ach du Jemine. Wo ist er denn? Der M-Sport Fiesta. Ist der 17er Fiesta, ne? Fiesta RS, das ist er. So, der kostet im Auktionshaus 116.000, also billig, ja. In welche Kategorie? Ich habe Gaming, Ingame-Bilder erstellt, weißt du? Deshalb, dass wir das trennen können. Erstens, damit ihr einfacher habt, und ich habe ja Ingame-Fotografie. Ja, da kannst du es zum Beispiel reinpacken, aber wenn es speziell jetzt ein Foto aus dem Foto-Challenge von Forza ist, lässt es bei Gaming im Forza-Kanal. Für dich oder für euch, diese Foto-Challenge, die Foto-Dings, die ich hier erstellt habe, ja, Discord, die ist für Fotografie. Ja, nicht für einfaches, also versteht es bitte nicht falsch, Knipsen. Ja, zum Beispiel Ingame, wenn ich diese Fotos mache einfach, sondern wirklich, wenn ich mich hinsetze, mit den Filtern arbeite und wirklich ein qualitativ hochwertiges Foto erstelle. Ja, auch im Game geht es ja. Mit Aloy zum Beispiel haben wir es gemacht. Du hast es, glaube ich, auch schon mal gemacht mit Forza Horizon 4. Da ist ein sehr schönes Foto rausgekommen damals. Ich weiß bloß nicht mehr, womit das war. Das hatte ich auch repostet. Und dafür ist zum Beispiel dieser Fotografiebereich da. Ja, also für, wo man sich wirklich hinsetzt, um die Motive im Kopf macht und dann auch hinschreibt, wie ich dieses Foto erstellt habe. Ja, dafür ist das da. Wenn wir für Forza jetzt in dem Spiel Fotos machen, ja, bleibt es bei der Gaming-Ecke und hier unten. Ja, in der Gamer-Ecke, Forza Horizon 5, da finden die Leute die Fotos direkt, ja, und da ist auch gut aufgehoben und da hast du ja auch deine Freigabecode drin und hier kannst du die nach wie vor posten. Ja. Wenn du jetzt aber ein Foto speziell richtig schön erstellst, ja, wo du ein Auto positionierst und von der Landschaft oder sowas, ja, dann kannst du das durchaus bei der Ingame-Fotografie machen. Verstehst du? Ja, diesen Unterschied. Ja, dieses einfache Foto-Challenge, ja. Die kannst du hier bei Forza machen, damit die Leute das sehen, was mit dem Foto zum Beispiel gemeint ist. Wenn du dich aber zum Beispiel auf dem Berg vom Sonnenuntergang hinstellst, sagst, oh, die Szene fällt mir, da mache ich jetzt mal ein schönes Foto von, nimmst die ganzen Filter und so, dann kannst du das bei die Ingame-Fotografie reintun. Ja? Der Tech-Talk genauso. Ja? Tech-Talk, da werde ich auch mein Equipment noch reinpacken, was seit 5 Jahren im Keller steht. Und da könnt ihr also ein bisschen was basteln. Casey, mein Lieber, moin. Und dann noch eine Kleinigkeit in unserer Bubble-Sache. Ich habe gestern über die letzten paar Tage, ich lurke sehr viel, weil ich hab ein drittes Profil und dieses kennt keiner, das sieht man nicht, auch in der Besucherliste nicht, dem kann man nichts schenken und mit dem folge ich faktisch allen von euch, ohne dass ihr es wisst. Habe ich deshalb, weil ich praktisch mit meinem Namen mehr selber streame und nicht möchte, dass ich als Streamer in dem Chat erscheine. Ich habe in letzter Zeit sehr oft Kaya zugesehen. Und deshalb eine kleine Bitte oder einen kleinen Denkanstoß, dass wir ihn ein bisschen unterstützen. Dem geht es nicht gut. Nicht körperlich auch ein bisschen, aber auch gerade psychisch. Ja. Er könnte ein bisschen Hilfe von uns brauchen, denke ich. Und deshalb werden wir heute, so er nachher online ist, auf jeden Fall, egal wer jetzt streamt, zu Kaya raiden. Ja? Als kleine Aufmunterung sozusagen, dass er merkt, dass wir noch da sind. Ja? Und er hat ein bisschen was geschrieben, auch ein bisschen was gesagt. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir uns mal unterstützen. Ne? Also, das ist eine Kleinigkeit. Ich werde das nicht nochmal erwähnen, nur dass ihr jetzt, die jetzt da sind, dass da jemand unsere Hilfe braucht, denke ich mal. Und insofern schauen wir mal, ob wir mit dem Ding, was ich hier zusammengetunt habe, irgendwas anfangen können. Also wie gesagt, das Auto ist scheiße, das bleibt scheiße und das wird auch nicht besser. Ach, Piero. Piero, mein Schatz. Danke dir für den Raid. Wie lief vor, Marc? Ich habe dir lurktechnisch zugesehen. Hast du deinen Rechner sauber gemacht und freust dich jetzt, dass er unter 80 Grad bleibt? Das ist schön. Meiner läuft jetzt derzeit auf 78 Grad übrigens. Lady, moin. Und da jetzt gerade so viel sind, die mit Racing zu tun haben oder auch mit anderen Sachen, wer Kaya kennt,
und ihr keine Zeit habt, guckt einfach mal in den Kanal rein. Ich denke mal, er braucht ein bisschen Unterstützung. Ja. So, also, wir gucken mal rein. Der Mega-Bug in Anno, Anno sage ich schon. Ach so, Piro, ich war übrigens fleißig. Hast du dir mein Video bei YouTube denn angeguckt? Ich weiß, du hast einen super eigenen Kanal, wo wirklich Schönbau zu sehen ist und nicht so was Weke. Aber ich habe zum Beispiel einen Jahresmarkt gebaut, wo du beim Winter reinkommst, ja, dann durch den Frühling läufst, durch den Sommer, durch den Herbst und dann erst wieder rauskommst. Ja. Du gehst also mit zwei Kindern zum Beispiel rein, mit vollen Taschen und kommst pleite mit drei Kindern hinten wieder raus. Ja. Oder eben, wenn du ohne Kinder reingehst, ja, dann kommst du verheiratet ohne Geld wieder raus. Ist klar. Also businesstechnisch durchexerzierter, nee, das funktioniert nicht, Büro. Das geht nicht, das darf nur Ecke. Und habe ich noch nicht umgestellt, mein Lieber. Und Link zu dem Video kann ich dir geben. Warte mal. Das ist ein Problem. Ich habe Mittagsschlaf gemacht und bin Tatsache eingepennt, komischerweise. Das war das falsche YouTube. Das war das falsche, das war mein privater Kanal. So, meine Inhalte. Anno, die vier Jahreszeiten. Da sind sie. Link zum Teilen abrufen. Dann gehen wir in den Chat und fügen den ein. So, da sind sie. Danke dir. Also, es ist ein kleines, einfaches Video, was der Rechner gerade so geschafft hat. Ach so, Piro. Es gab neulich ein Update bei Anno. Und ich habe den Eindruck, dass seitdem die Performance im nicht vorhandenen Ego-Modus massiv gesunken ist. Und das erkenne ich daran, dass mein Spiel ja auf 60 FPS gelockt ist und mit dem Ego-Modus bei Anno noch nie ein Problem hatte. Noch nie. Auch wenn jetzt der Rechner alle tändeln muss. Ich bin teilweise auf 5 Bilder pro Sekunde runter. Man sieht es oben links in dem Video, da ist die kleine FPS-Zahl. Die geht teilweise auf 5, 9, 6 Bilder pro Sekunde runter. Und das ist also extrem eingebrochen, die Performance. Und nicht nur beim Ego-Modus, da fällt er nur extrem auf, weil das Rendering, die ganzen Textur-Renderings ja wesentlich intensiver sind. Ja. Aber da kannst du ja mal drauf achten. Also mir ist es aufgefallen, der Rechner wird nicht mehr belastet, der läuft eh auf 130%. Da ist also nicht mehr Luft. Aber das Video ist langsamer. Ja, also Anno läuft erheblich langsamer und das ist mir aufgefallen. Aber vielleicht kommt ja noch was. So, Abo gelassen im YouTube. Danke dir, Joker, mein Lieber. Moin. So, aber wir machen mal weiter. Der Mega-Bug in Forza. Für die Leute, die Forza kennen, ist es ganz einfach. Wir fangen mal an. Ich habe jetzt zwei Tunings bei mir drin, ne, die einmal Final heißen und einmal Rally. Damit hatte ich angefangen und Leute, die wissen, worum es geht, die können sich vorstellen, was jetzt kommt. So, und damit ich euch das zeige, gehen wir mal raus. Was ein Barca-Fan? Guck mal Discord, hast ein Foto von mir. Discord, wo ist der Discord? Da ist der Discord. Oh, schön. Was ist denn das? Land Rover, wa? Cool. Das ist schön geworden. Sehr schön. Wie gesagt, im Discord bei uns ist auch eine extra Gaming-Kategorie. Da macht die liebe Wasserfan öfter mal ihre Sachen, nämlich Super Seven und sowas. Und Event-Lab-Herausforderungen. Und ist ganz gut. So, wir haben hier 188 freigegebene Tunings. Ja? Merken wir uns mal. Jetzt gehe ich hier rein. Gehe mal in unser Haus. Da habe ich zwei Tunings, wie gesagt, drin. Ja. Und den Bug habe ich jetzt bestimmt schon 10 Mal mir reportet. Er wird ignoriert. Ja, Käfer, ne? So, dann haben wir hier Upgrades und ich speichere dieses Tuning jetzt einfach nur nochmal. Ja, ich überschreibe das. Ja, verwalten. Speichern und überschreibe jetzt mein eigenes Tuning, was Rally heißt, einfach nochmal. Ja? Nach Adam Riese müsste jetzt sich nichts verändern.
Weder die 188 dürfen sich ändern, noch die Anzahl meiner Tunings, richtig? Du bist mal ein Lurkbuzzer-Fan, alles klar. Schön, dass du reingeguckt hast. Und wie gesagt, mit der Schatztruhe, ich sag Bescheid, wenn es weit ist. So, hier gehen wir mal auf unabhängig und gutes Handling und fertig. So. Dürfte sich also nichts verändert haben. So. Wenn ich jetzt zu meinen Tunings gehe, sieht es auch so aus, als wenn sich hier nichts verändert hat. Außer das Datum vom Abspeichern. Ne? Rallye ist von heute, das hier ist von gestern. Huch, ne? Also ich habe gestern die Schatzsuche schon vorbereitet. Wo auch immer ich das weiß. Ne? Und hier ist das Tuning von heute. Man sieht es an dem Datum. Wenn ich jetzt aber hier in die Tuning-Einstellung finden gehe und jetzt hier auf Suchen gehe und hier jetzt meinen Gamertag eingebe, nehme ich keinen Kuscher, habe ich plötzlich 4 Tunings. Ups. So, da ist unter anderem das Rallye Final. Das Rallye. Da ist nochmal Rallye, das von heute und da ist das von gestern. Also dadurch, dass ich das Tuning überschrieben habe, habe ich praktisch einen neuen Speicherpunkt mit einem neuen Tuning erstellt. So. Und wie man hier unschwer erkennen kann, ist es nicht möglich, diese Tunings zu löschen. Ich sehe sie auch nicht bei mir. Ich sehe das Tuning und ich sehe das Tuning. Aber die beiden hier, die sind eigentlich überschriebene Tunings von dem Original, die sehe ich nicht. Und die kann ich auch nicht löschen. Die kommen da nicht mehr ran. Na, und nun kommt der Bug. Wir haben 440 Tuningplätze. Und spätestens, ich prognostiziere das mal, in 6 Monaten wird das Spiel unspielbar. Ich habe einen Tuningplatz mehr belegt. Das heißt, dieser Bug, der von Anfang an existiert, dass Tunings praktisch in der globalen Dank, dass ich praktisch, wenn ich nach meinen Tunings suche, Zugriff auf eine Datenbank habe, wo Tunings existieren, die eigentlich schon gelöscht sind. Am Anfang war das so, dass ich diese Tunings löschen konnte. Ja, dann kam diese Bugbehebung, dass man bei Rennstart praktisch ein Tuning wechseln konnte und dadurch ein Rennen mit 600 gefahren bin und eigentlich ein Auto von 800 hatte, ohne dass das Spiel das gemerkt hat. Dann haben sie die Tuning-Browser rausgenommen und diesen Löschbutton da rausgenommen. Ja? So, und der hat dazu geführt, dass man diese Tunings nicht mehr löschen kann. Das bedeutet, jeder, der ein Tuning erstellt und speichert, erzeugt, ob er will oder nicht, einen Speicherpunkt. Und diese Zahl steigt immer mehr an. Wenn die bei 440 angekommen ist, kannst du keine Tunings mehr speichern, keine laden, keine gar nichts. Und du hast keine Möglichkeit mehr, diese Tunings zu löschen. An dem Tag ist dieses Spiel unspielbar, weil du keine aktuellen Tunings mehr machen kannst. Ja? Ich habe den jetzt bestimmt schon 10-mal reportet. Es interessiert offensichtlich keinen. Und es ist ein Game-Breaking-Bug, der zum absoluten Tod das Spiel führen wird. Punkt. Definitiv. Und es scheint keine Sau zu interessieren. Und weil die einzige Möglichkeit, aus dieser Nummer wieder rauszukommen, ist jetzt entweder einen Löschbutton einzufügen, was einfach wäre, ja? Oder wenn es denn soweit ist, dass keiner mehr was speichern kann und die Datenbank gesperrt ist, sozusagen, weil die maximale Anzahl der Datensätze erreicht ist, ja? Können Sie nur noch alle Tunings löschen. So. Und ich behaupte, dass keiner von den Großen oder geschweige denn von den Kleinen sich die Arbeit machen wird, 200 Tunings neu zu erstellen. Also liebe Playground Games, wenn ihr nicht langsam hier anfangt, ja, könnt ihr das Spiel einsagen. Einen Deckel drauf machen, zuschrauben, vergraben und in der Arktis versenken. Das Spiel wird sich dann keine Sau mehr angucken. Ja, das ist nämlich hier und mit den Designs ist es übrigens genauso. Ja, ist genau das Gleiche. Ja, die Designs laufen immer weiter voll. Und gut, ist euer Spiel. Wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt, das hatten wir letztens schon, dann sagt es den Leuten bitte. Aber macht es nicht so. Das dazu. Rivalen haben wir. Genug gemeckert. Wie gesagt, ich finde es sehr schade, dass sich da keiner drum kümmert, aber offensichtlich. Der TTV-Eiger war fleißig. Kick mal an. Der hat unsere Plaza-Rundstrecke geschlagen. Ist halb so wild. So, Wasserfan. Die Schatzsuche. Wir müssen 5 Bulls finden. Das wird bedeuten, dass wir eine Arcade-Veranstaltung finden müssen. Oder gibt es irgendwo noch andere Möglichkeiten?
was das betrifft. Denn theoretisch müsste ich ja, das war ja bis jetzt immer so, dass die Sachen hier freigegeben waren. Oder dass immer irgendein Event da war, was Lurker nehmen wir auch mit drin, was praktisch dazu geführt hat, dass man die Challenges abschließen konnte, ne? So, hier haben wir die Meisterschaft. Wo ist denn das Event Lab? Rallye Monster, Mulege, McLaren. Das ist das Länderrivalen. Und das hier ist das. Das ist das Richtige, ne? So, Festival-Spielliste, gehen wir mal rein. Event Lab, New League High Climb, Realistic High Climb Event with Custom Scoring 3-Run Format. Okay. Sieht aber nicht so aus. Jetzt haben wir das Problem, dass wir kein Rennen erstellen können und es ist 17:07 Uhr, das heißt, die Arcade-Veranstaltungen sind gerade vorbei. Gibt es Arcade-Veranstaltungen? Oder die Arcade-Veranstaltungen sind komplett rausgenommen worden. Das geht auch. Verständlich wäre. Das würde bedeuten, gehen wir mal von aus, dass die Arcade-Veranstaltungen komplett raus sind. Dann gibt es ja nur die Möglichkeit, indem wir über Online, über die Horizon Open, Moin JD, wie geht's Hamburg? Steht das noch oder habt ihr schon nasse Füße? Und Prösterchen, meine Lieben. Kaffee ist natürlich auch da. Und das T-Shirt hier zum Beispiel habe ich von Michael gekriegt, ne? Der tut nichts, der will nur Kaffee. Und ich habe zwei Arcade-Veranstaltungen, aber die falschen. Ach, du hast zwei, ja? Okay, dann sind sie noch drin. Gut. Ich übersteuere ein bisschen, kann das sein? Dann müssen wir mich meine Sülze mal runterziehen hier ein bisschen. So. Dann warten wir einfach, bis mal eine Arcade-Veranstaltung da ist und dann ist gut. Ne? Oh, Ferris, moin, mein Lieber. Also, Arcade haben wir nicht. Ich zumindest nicht. Und egal. Wir machen mal mit der normalen Playlist weiter. Und dazu nehmen wir die Saisonveranstaltung rein. Und schauen. Ach so, was ich immer mit reinnehme, sind die Scheunen, falls wir ein Geschenk kriegen. Ne? Die Scheunenfunde und die Häuser. Und dann geht's los. So, hier haben wir das Event Lab. Da gehen wir mal hin. 900 Rallye Monster. Da fahren wir mal hin. Mit dem Ford, mit dem Empower Fiesta, den ich designt habe, getuned habe. Der ist ganz nett, aber wie gesagt, schnell wird er deshalb nicht. Das Design ist natürlich von mir, ne, ist klar. Ja, ist logisch. Ja. Horizon Tour abgeschlossen. Ach so, ehrlich? Was habe ich denn abgeschlossen? Was habe ich denn hier abgeschlossen? Gut, lassen wir mal so. Lassen wir mal so stehen. Gesagt, der ist von der Beschleunigung her schlecht, von der Endgeschwindigkeit schlecht und ab sehr erfahren wird es schwer, mit diesem Auto hier Rennen zu gewinnen. Gegen gleich geartete Fahrzeuge. Also ich habe auf dem, dem Temple Run da bei den Pyramiden. Ja, dann ist ein Bug drin. Also, wie gesagt, das Spiel wird mit jedem Update, was sie da hinschrauben, irgendwie immer schlechter. Und naja, mal gucken. So, wir machen das Beste draus. Und solange es noch spielbar ist, ja, wir haben jetzt 3 Monate. Und haben die Hälfte aller Tuningplätze belegt. Also spätestens, denke ich mal, in 3, 4 Monaten können wir das Spiel löschen. Er springt relativ gut, ne? Für die Challenge. Dafür habe ich ihn auch gebaut. Auch das ist neu. Diese komischen
Extremhüpfer. Habe ich gestern zum Beispiel auf dem Flughafengelände bemerkt, dass der an der Rampe hängen bleibt, der Junge. 400 Metern rechts abbiegen. Aber es passt. Au. Aber mein Talent, präzise Bäume im Sprung zu treffen, ist ungeschlagen. Der Einzige, der da rankommt, ist Invert. Und ich glaube, Invert und. Ach so, Waller nachher, sehr interessant. Er spielt ja God of War gerade, ne? Und er wird pünktlich 0 Uhr mit Horizon Zero Dawn anfangen. Wir werden also auf jeden Fall vor 12 Uhr Schluss machen, weil da werde ich auf jeden Fall zu Gast sein bei ihm. Und Horizon Zero Dawn ist meiner Meinung nach eins der besten Spiele, was auf dem Markt ist. Der zweite Teil, der erste Teil war die Story wirklich ergreifend, ja, die einem die Dummheit des Menschen so richtig schön vor Augen geführt hat und die Konsequenzen, die daraus folgen können, die man erst so Stück für Stück ums Maul geschmiert gekriegt hat. Und sein Gameplay ist nochmal extrem hochwertig, gerade auch was das Gefühl betrifft. Ja, also er spielt ja nicht nur als, ja, kannst dich aufhören zu drehen, danke. Er spielt nicht nur als Klotz, sondern er spielt es wirklich mit Herz und hat einen Charakter dazu. Macht dem Spiel so einen richtig schönen Charakter und deshalb werde ich da auf jeden Fall zu Gast sein. Na? Mach nicht diesen, wird's auch spielen. Ich habe ja drei Monitore. Da werden also drei Streams laufen: Invert, Waller und mach nicht diesen wahrscheinlich. Mal kicken, wer noch. Und auch. Nur, dass ihr Bescheid wisst: also, wir machen heute nicht unendlich lange. Erstens habe ich tierische Kopfschmerzen. Und der Schlafmangel ist nicht unbedingt förderlich, was das betrifft. Aber Forza ist jetzt kein Spiel, was man 24 Stunden spielen kann. Am Anfang war es schön, da hat Spaß gemacht, die 36 Stunden. Wird 35,4 oder was das waren. Aber nochmal würde mir ganz ehrlich nicht einfallen. Ich lese gleich, meine Liebe. Ich hab's Tatsache nicht gesehen. Also, man merkt doch, dass ich Konzentrationsschwierigkeiten habe. Bei Ingame-Fotografie habe ich auch was reingetan. Kann sein, dass du das gemeint hast, was ich in Vorsaal gemacht habe. Ich guck's mir mal an. Kicken wir mal. Also Discord, wer fotografiert. Ja, aber richtig rum bitte, Wasserfan. Kannst du das mal richtig rumdrehen? Dann ist es schön. Aber das meinte ich nicht. Aber so, ich glaube, das war auch mit dem Apollo, ne? Aber sowas Ähnliches war das. Aber mach es nochmal richtig rum, bitte. Ja, ich weiß, dass du das schön findest, aber dreh das Bild nochmal und pack es nochmal rein, dann ist es da richtig, ne? Oh, Victory Guardian. Moin. Stream Capture on does not want to work. Ja, Piro, bist du noch da? Nee, wa? mein Englisch ist nicht ganz so gut. Über Xbox, über PC, Victory. Bei nächster Gelegenheit. PC. Hast du einen PC oder zwei? Also hast du einen Gaming-PC und einen Streaming-PC oder hast du nur einen Gaming-PC, auf dem du auch streamst? Ein Rechner, ja. It's really good. Okay. Dann gibt es bei OBS die Möglichkeit mit Spieleaufnahmen, also Game Capture, ja, oder Screen Capturing. Und du musst das Screen Capturing nehmen. Du musst den Bildschirm capturen, nicht das Spiel. Dann funktioniert's. Ja. Aber Forza ist ein bisschen tricky. Da musst du mal hingehen unter. Warte mal, ich gebe dir mal den Link. Da ist ein Forum, da kannst du dich mal hinwenden. Forza und Support. Nicht Support, hier. Das hier. Und da gibt es ein englisches Forum, englischsprachiges Forum, da kannst du dich mal hinwenden. Da findest du auf jeden Fall Menschen, die dir auf Englisch auch helfen können. Ja, ich kann es dir nämlich nicht sagen, ich kann es dir auf Deutsch erklären, aber nicht auf Deutsch und nicht auf Englisch. Ja? Tut mir leid, mein Englisch ist einfach Route wird neu berechnet.
Nicht gut. Aber geh mal hier hin. Ja? Da ist das offizielle Forum. Das ist offiziell Forza Motorsport Forum for many languages. Yes. And there you can ask some people. Miss capturing with one PC und so. Ne? Und die Einstellungen, die ich habe, sind 1536 mal 864, ja, bei 60 Hertz gelockt, ja. Und dann Motion Blur auf was ist das? Klein, normal, wenig. Motion Blur musst du einschalten, aber auf den kleinsten möglichen Punkt. Und dann kommt dein Rechner damit klar mit dieser Bitrate. Na? Nur mal so nebenbei. So. Also. Nee, ich fahre nicht an der Kolonne größer. Das wisst ihr auch alle. So. Ach so. Hier. Na, Motion, das ist die Auflösung. Und da kannst du mit der Auflösung streamen, sozusagen. Ne? Und das hat was mit der Bitrate zu tun, damit OBS mit diesen 6000 Kilobit da klarkommt und dann funktioniert das auch. Ist ein bisschen tricky, wie gesagt, Forza ist eins der mauligsten Spiele, was Streaming betrifft oder Capturen. Das ist unglaublich hardwareintensiv dabei. Aber es gibt nur ein Spiel, was ich kenne, was dem gleichkommt und das ist Crysis. Ja? Crysis hat auch so viele Details, dass es in-game nicht möglich ist, in Full HD zu streamen, ohne dass Artefaktbildung auftreten. Ne? Bei nächster Gelegenheit wenden. In 100 Metern links abbiegen. So, da werden wir. Mühlige Hill Climb. Und wir brauchen, wenn ich mich nicht irre, 900er Autos, 800er Autos diese Woche. Ne, 900er, kick an. Wir brauchen 900er Autos. So. Nun will ich natürlich bei Japan bleiben. Ja. Es gibt aber keine. So, und damit nehmen wir den hier. Meinen kleinen Super Porsche. Und ich sehe euch nicht, weil die Motorsportseite offen ist. So. Dann haben wir hier, was kann ich denn hier einlösen? Na guck. I streamed CFTs before. Tired, just got the sign. Ja. Also Forza ist, wie gesagt, schwierig, aber Victory, ne? Geh mal in das Motorsportforum und da findest du Ansprechpartner, die genau für so eine Probleme praktisch in deiner Sprache auch da sind. Weil ich kann nur auf Deutsch antworten und das hilft dir nicht. Ne? Und zeigen kann ich es dir auch nicht. Ich streame zwar momentan auch nur mit einem Rechner, ja? Aber der ist anders eingerichtet, sodass das, ich habe zwei Grafikkarten drin und eine Capture-Karte. Ja? Und von der eigenen Grafikkarte hole ich das Signal über die Capture-Karte in den Rechner rein, weil das anders nicht funktioniert gerade. Ja? Das ist ein bisschen tricky, das ist nicht normale Konfiguration. Ja, wenn du eine normale Konfiguration haben willst, dann mal wie gesagt an. Oder was du auch machen kannst, warte mal, ist der online? Jetzt habe ich mich ausgeloggt hier, warte mal. Ist der online? Moment. Der hat nämlich auch einen PC. Genau, hier, den kannst du. Da kannst du dich mal hinwenden. Da kannst du mal in den Stream gehen. Aber Victory, do not ask in Chat im Stream. Ja? Ask per Direct Message. Okay? Not im Stream. Ja? Und weil it's Werbung, Reklame for your channel and many streamers don't want it. Yes? Also asks, mach nicht diesen per direct message. He is streaming with one PC. Yes? Und aber Wasserfan, du kannst ja darauf achten, ne?
Kannst du ihm nicht irgendwie nochmal schreiben, was, wie ich das meine? Ja? Das wäre möglich. Ja? Also, not the chat, per direct message. Yes? Und dann funktioniert's. So, also. Hier haben wir mein Streaming-Profil. Sehr schön. Und weiter geht's. So, also, Autotune, Schwierigkeitseinstellung ist klar. Ja, wir haben sehr erfahren, den ganzen Kladderadatsch hier. Extreme mit ja, Tastatur. Und die Katzen sind nicht da. Draußen ist es recht windig, wie man so ein bisschen sehen kann. Aber alle check. Ne? Mein Rechner so ein bisschen könnt ihr hier sehen. Dem ist recht warm. Er ist mittlerweile orange. Ja, unten leuchtet schon schön rot. Das ist toll. Mache ich gleich wieder aus, sonst sieht er das Qualm da drin. Das ist die Schwierigkeit. Die lassen wir so, wie sie ist. Und wir versuchen mal, wie wir damit klarkommen. Ne? So, also. Ja, nur, dass du darauf achtest, ne? Was ich damit, was er damit meint oder was ich meine. Dass er nicht praktisch im Chat schreibt, sondern dass er praktisch das per Direct Message schreibt. Weil im Chat schreiben wäre Werbung. Mir persönlich ist es ziemlich egal. Ja? Aber mach nicht diesen, da führt der zum Permaban und das wollen wir ja auch nicht provozieren. Weißt du? So meine ich das. Genau, mach mal, so, kümmere dich mal drum. Du bist ja bei ihm immerhin Mod und er ist online, also kannst du da ruhig da sein. Ja? Ist alles gut. Und wenn ich schon so doof bin, die Zuschauer, die bei mir gucken, woanders hinzuschicken, dann ist das doch so, ne? So, wir müssen ein sauberes Rennen, habe ich so den Eindruck, führen, oder? Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Das ist wieder bei diesem Event Lab so schön, dass man im Prinzip nicht gesagt kriegt, was eigentlich Sinn des Lizenzen ist. Ob man eigentlich nur die Strecke fahren soll. Oder ob man bestimmte Sachen machen muss, wie zum Beispiel saubere Rennen fahren, nicht anecken, so und so viel Drifts hinlegen oder. Ne? Event Lab ist ja ein Event und kein normales Rennen. Also muss ja irgendwas anders sein als beim normalen Rennen. Ja? So. Außer, dass die Strecke hier per Hand ausgearbeitet ist, kann ich bis jetzt nichts Besonderes daran sehen. Ne? Also, aber wir kicken mal. Wie gesagt, für den Rallye-Bereich ist der Porsche hier, die Forza Edition von dem 911 GT3, mit das Beste, was man kriegen kann. Den kann man nur freischalten, indem man alle Porsches besitzt. Dann schaltet man unten als Fuhrpark praktisch den Porsche als sozusagen Goodie frei, ja, und nur da kannst du ihn kriegen. Oder für 20 Millionen im Auktionshaus. Ja. Allerdings muss ich dazu sagen, wer den hier im Auktionshaus findet, da gibt es nur eine Möglichkeit, entweder per Wheelspin, was sehr schwer zu kriegen ist, der ist unglaublich selten, oder eben Entschuldigung, wer jetzt taub geworden ist, oh, mein Gott. Das starten wir nochmal. Das war der Chili-Pulver. Prost, Invert. Halleluja. Das machen wir nochmal richtig. So. Und wenn bei euch, wenn euch was auffällt, wenn die Musik zu leise ist gegenüber dem Game-Sound oder so, dann sagt mir Bescheid. Oder wenn der Game-Sound gar nicht zu hören ist, die Musik zu laut ist, dann sagt mir das. Ne? Das ist kein Problem. Bei mir ändert sich immer mal was, wie gesagt, bei dem Setup hier ist es nicht so einfach. Eines der besten Autos, was für den Rallye-Bereich da ist.
Ich frage mich nur gerade, warum das als Querfeldeinrennen deklariert ist oder als Dirtrennen, wenn es eigentlich nur auf der Straße stattfindet. Das ist, finde ich, eben entzieht sich gerade ein bisschen meiner Kenntnis. Aber gut, vielleicht kommt ja noch ein bisschen Dreck und ich meckere einfach nur wieder zu früh. Das Tuning für das Auto könnt ihr natürlich runterladen, klar. Ist das Standard-Tuning, habt ihr nichts dran verändert. Also so wie er als Vorsätzlichen steht, so ist er. Und wenn ich was verändert habe, dann ist ein Tuning davon in meiner Datenbank zu finden. Ja. Tunings, die ich habe, sind alle freigegeben, bis auf zwei. Und die werde ich auch nicht freigeben für die Beschleunigungsrennen, die Dinger. Weil, wie gesagt, die Idee zu diesen Tunings nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Und derjenige hat einen professionellen Kanal. Und deshalb lasse ich diese Tunings natürlich für ihn. Ich lese gleich Wasserpen. Alles klar, perfekt. Nur, dass Christian plötzlich Bescheid weiß, wenn hier jemand plötzlich kommt und dann fragt. Nicht, dass er da irgendwie in einen falschen Hals kriegt. Ich schicke Zuschauer zu ihm, die bei ihm Werbung für sich selbst machen dürfen oder so. Ja. Das kommt, kriegt man ja gerne bei mir in den falschen Hals, offensichtlich. Und. Clever gemacht. Da war der Schaltbug, ne? So, wie oft muss ich jetzt die Runde hier fahren? 30 Mal oder Run 2? Aha. Hat hier irgendeine Ahnung, was ich hier machen soll? Wie oft ich jetzt hier im Kreis fahre, um das abzuarbeiten? Aber das Event wird ja irgendwann aufhören, oder? Dreimal? Okay. Danke. Also, glaube ich, das langweiligste Event, was erstellt wurde bis jetzt, oder? Also, dreimal eine Strecke einfach im Kreis fahren. Also, wenn ich die Punkte nicht brauchen würde für dieses Event, würde ich es nicht machen. Da ist weder was Spannendes dran, noch ist das irgendwas Besonderes, noch irgendwie außer ein paar hingestellte Sachen. Nicht mehr auf der Straße. Barsafen baut ja richtig schöne Sachen ein, dass man auch mal was erleben kann, wie zum Beispiel ein Klo mitten auf der Straße. Ja. Wir fahren nachher natürlich auch wieder den Midnight Run, den Nacht in Mexiko oder was, ne? Hast ja gerade was gemacht und da passiert wenigstens was. Aber hier ist ja, das ist ein stinknormales Rennen. Was soll ich denn damit? Ja. Vor allen Dingen drei Runden. Dann sollen sie drei Runden ein Rennen machen und nicht drei Runs oder wie ich. Also, verstehe den Sinn gerade nicht von diesem Rennen. Ja. Oder von dem Event. Ja. Entweder ich habe ein Drei-Runden-Event, wo ich ein Rennen drei Runden fahre. Oder ich habe, oder sie testen hier was. Ja? Dann sollen sie das aber offline machen. Aber wenn sie eine Rallye, hier zum Beispiel Johnny Wanner oder John Schommer, der hat ja ein Event-Lab erstellt. Und zwar die Rallye Paris-Dakar. Ja, nachgestellt. Kann man natürlich nicht, logisch. Das ist zum Beispiel ein Event. Ja, wo eine Rallye nachgestellt wird. Und mit bestimmten Fahrzeugklassen und so weiter. Aber das hier ist ein stinknormales Rennen mit drei Runden. Es ist ein bisschen länger als die normalen Rennen, aber. Finde ich jetzt nicht ganz so spannend, muss ich sagen. Aber gut, wir machen es auf jeden Fall, wenn wir die Liste vollständig haben.
oder vollständig nicht, wir wollen die Autos haben. Ja. 100% davon habe ich mich lange verabschiedet. Weil dieser Zwang zu diesem Horizon Tour Zeug da, wo man mit anderen Leuten zusammenspielen muss, um irgendwas zu machen. Und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber gut. Hört ihr die Musik überhaupt? Ich höre nämlich auch nicht davon. At Night heißt es, ne? Genau. Ich hab's nur gelesen vorhin kurz. Hab ein kurzes Like da gelassen. Und vor allen Dingen, was das hier mit dem Querfeldeinrennen zu tun hat, möchte ich immer wissen. So, dann haben wir es gleich hinter uns. Ich hätte jetzt bestimmt noch ein bisschen mehr Zeit verlieren können, wenn ich mich angestrengt hätte, aber sowieso kam das der Sache schon sehr nahe. Na gut. 104. Ja, gut. Okay. Nehme ich mal so zur Kenntnis. Also, Prost, meine Lieben, die bis jetzt durchgehalten haben. Jetzt habe ich das SO vergessen, siehst du? Das funktioniert nämlich immer noch nicht. SO Pirolino 966. So. Prost, Scamoria. Was hat er denn? Just Chatting hat er gespielt. Ach, kick mal an. Ich weiß, er hat seinen Rechner getestet nach dem Saubermachen, ne? So, er ist Punkte 104. Ja, gut, okay. Nehmen wir so zur Kenntnis. Keine Ahnung. Ja. Was jetzt kommt. So, dafür kriegen wir einen McLaren. Das ist schön. Und, gut. Also, der Sinn der Sache, hast du schon ins Video schauen können? Nee, habe ich noch nicht, aber gucke ich mir in Ruhe an. Online kann ich es auf jeden Fall nicht zeigen, weil Musik drin ist. Ja? Das würde, weil ich es nachher hier bei YouTube hochladen würde. Aber du kannst ja, nee, kannst du nicht. Doch, du kannst. Du kannst dir Links hier mal posten, wenn du möchtest. Aber als im Stream zeigen kann ich es nicht. Da ist Musik hinterlegt und das würde bei YouTube zu Problemen führen. Ja? Aber ich gucke auf jeden Fall rein. Ich werde es mir nicht kaufen, weil ich keine Zeit dafür habe, klar. Und das Geld sowieso nicht. Davon mal jetzt abgesehen, da gibt es wichtige Sachen im Moment. Und
Aber es ist eine sehr schöne Sache. Der eine oder andere will es ja auch spielen. Ich weiß nicht, ob Waller das spielen wollte. Ich weiß es nicht mehr genau. Und werden wir auf jeden Fall, weg, auf jeden Fall dranbleiben. Ha? So, wir gehen mal hin. Genau. Die Racing Games für 2022 hat ja die rausgesucht. Ich kann es nicht zeigen im Stream, weil da Musik teilweise hinterlegt ist. Und das würde beim Export zu YouTube zu Problemen führen und zum Muten von dem Video. Und das möchte ich dann auch nicht. So, das sind Querfeldeinrennen, ne? So, Querfeldein, A800. Ne? So, wir bleiben natürlich bei Japan. Da können wir entweder den Supra nehmen, der äußerst scheiße wäre, weil er mit Querfeldein ja nichts zu tun hat. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Welche Autos sind denn drin? Ich fahre es ja gerne. Wasserfen sagt schon. So. Okay. Also, wir haben. Wir haben eine Querfeldein-Veranstaltung mit A800 Autos. Jetzt habe ich aus Deutschland ein sehr gutes Allradfahrzeug. Ich habe aus England ein sehr leichtes, Offroad, sehr viel, sehr gut Offroad-fähiges Fahrzeug. Ich habe ein sehr starkes amerikanisches Fahrzeug, ein sehr starkes englisches Fahrzeug, einen sehr starken Rallye-Franzosen und einen reinen Straßendrifter aus Japan. Also, ich habe es vorhin schon erwähnt. Japan ist nicht vorne, weil das irgendeiner irgendwie komisch findet, sondern Japan ist vorne, weil die einfach die besseren Racing-Autos bauen. Punkt. Ja? Wenn ihr jetzt die Leute dazu zwingen wollt, die World Challenge so hinzukriegen, dass die deutschen Autos hier gewinnen oder die englischen oder die amerikanischen, dann könnt ihr euch so eine Challenge klemmen. Ja? Wenn ich ein Rallye-Fahrzeug aus Japan nehme, nehme ich einen Subaru. Oder den Nissan Pulsar zum Beispiel. Aber noch kein Supra. Das ist das schlechteste Auto, was ich für diese Challenge nehmen kann. Ja. Also sorry, Freunde. Da ist. Also, ich habe es letzte Woche schon befürchtet, dass praktisch die Leute die Punkte mit diesen Challenges manipulieren wollen, damit die Werbedeals stehen. Ne? Und ja, gut. Nehmen wir zur Kenntnis, wir müssen uns einen Supra fertig machen. Schon aus Gnatz werde ich jetzt einen Supra nehmen. Und kein anderes Auto. Ja, das ist klar. So, jetzt gucken wir mal, was ich hier für ein Supra überhaupt hatte. Und wir kaufen uns dann noch ein Supra und tunen den mal auf Querfeld ein. Weil mit dem hier, das ist ein reines Straßenauto, da brauche ich Querfeld ein, ja, an den Anfang. Wir müssen nicht viel umbauen dazu, aber. Es ist eben kein Rallye-Auto, ne? Und doch als Straßenracer ist er nur mittlerer Durchschnitt. Da sind die Nissans wesentlich stärker. Und gerade ein GTR zum Beispiel, die Skyline GTR, der R92 zum Beispiel, der hat im Rallye-Bereich auch nicht nur im Racing-Bereich, sondern auch im Rallye-Bereich zugeschlagen. Und dass der hier nicht anwählbar ist, ist eigentlich lachhaft. Ne? Und deutet eben immer wieder darauf hin, dass diese Punktezahlen manipuliert werden sollen, damit Japan nicht gewinnt. Erschließt sich der Sinn nicht, aber gut. Weil die beiden größten Hersteller oder die drei größten Hersteller aus Japan auch große Werbedeals haben, nämlich Nissan, Toyota und Mitsubishi, ne? Und warum das so manipuliert wird, entzieht sich irgendwie meiner Kenntnis. So, haben wir hier noch einen von oder haben wir nur den einen? Kicken wir mal. Haben wir nur den einen von, ne? Dann holen wir uns einen zweiten. Hier, Automesse. Wir müssen eh noch 250 Autos kaufen.
Toyota und der Supra. Ja, ich bin hier. Aber passt schon. So, nee, wir nehmen die Standardfarben. Unitunte Autos bei mir sind immer Carbon Matt. Ne? 55.000 haben wir gerade. Und da kicken wir mal, was wir da für ein 800er Tuning nehmen. So. Wir nehmen mein Tuning, was ich schon habe, als Grundlage. Und versuchen da mal was anderes draus zu bauen, was für querfeldein geeigneter ist. So, also Fuhrpark, Upgrades und Tuning. Und jetzt machen wir es mal genauso. Hier gehen wir mal übersuchen. Ja, und geben wir mal übersuchen ein, was ich für Tunings für dieses Auto habe. Ja, und da sieht man es, ja, 786, 786, ich kann die beiden nicht löschen. Ja, nur ditte und das, naja. Und das ist eben dieser Fehler mit dem Löschen. Da muss unbedingt wieder dieser Punkt rein, dass ich meine eigenen Tunings aus der Datenbank entfernen kann und damit auch einen Tuningplatz wieder freigebe. Ja, und der Nascamoria, du kennst das Problem, na, aus Need for Speed. Na, wenn du da keine Plätze für Designs oder Tuning hast, kannst du nicht mal mehr ein Auto kaufen, weil selbst nicht Design auf dem Auto ein Design ist. Und genau so wird es ja auch kommen, dass du ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Autos mehr umbauen kannst, weil du als schlichtweg keine Tunings mehr speichern kannst. Na? Ist ganz einfach. Also, fürchterlich. Man kann sie nicht löschen, genau. Ja, ich habe hier, ja, wenn ich hier bei meine Tuning-Einstellung reingehe, sehe ich alle drei Tunings. Ja. Hier kann ich die löschen. Hier gehe ich zum Beispiel das eine 786er. Hier haben wir ja vorhin gesehen, habe ich zwei von. Ja. So, jetzt lösche ich das hier. So, jetzt ist es weg. Und es gibt keine Möglichkeit, dass ich das hier sehe. Richtig? So. Dann habe ich das Tuning hier noch. Na, Forza und Forza. Ja, vom 11.11., 10.11. und so. Alle Tunings. Gehe ich jetzt hier rein. Und gehe wieder auf Suchen, sind sie beide noch da. Huch. So, und hier kann ich die Tunings nicht löschen. So, und damit laufen meine Tuningplätze voll. Ich habe es vorhin schon gezeigt. Wir haben ja 440 Plätze. Ja? Ich habe es vorhin schon mal gezeigt, vielleicht für den einen oder anderen, wenn du in deine Kreativ-Lab gehst, nicht kreativ, in dein... sag schon, ihr Kreativ habt, ne? Ich habe ja Tuning gelöscht und trotzdem habe ich noch 189 Tunings. So. Wenn ich jetzt das nächste Tuning speichere, habe ich 190. Und es gibt keine Möglichkeit, dass die Zahl sich reduziert. Ne? Mit den Designs übrigens auch nicht. Und das wird dazu führen, dass wenn wir 440 Tuningplätze haben, wie bei Forza Horizon 4, dass spätestens bei Platz 440 Feierabend ist mit dem Spiel. Weil du keine Tunings mehr erstellen kannst. Und dann hast du keine Möglichkeit mehr, die Tunings zu löschen. So, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit. Baut den scheiß Löschbutton wieder ein. Der war schon mal da. Na? Und ja, also ich habe es mehr als 10-mal reportet. Ich habe es vorhin schon gesagt. So kann man ein Spiel auch kaputt machen. Und da muss ich sagen, dann ist es gewollt. Weil es gibt mehr genug, ungefähr im Dev-Forum, ungefähr 20.000 Reports mit diesem Fehler. Als Game-Breaking-Bug teilweise deklariert und wenn darauf nicht reagiert wird, also können sie sich die ganze Arbeit an dem Spiel eigentlich sparen, weil ja. Da habe ich auch kein Verständnis, keine Erklärung zu, warum das nicht gemacht wird. Diesen einfachen Löschbutton, der schon mal da war, wieder reinzubauen. Ja. Und aber gut, ich habe da meine Einstellung zu EPOS schon deklariert letzte Woche und dementsprechend. So, wir haben ein Querfeldeinrennen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Rallye-Reifen. Wir nehmen mal Offroad. Wir nehmen mal Offroad-Reifen, nicht Rallye-Reifen. So, was haben wir denn hier? Wir haben 295er hinten. So, warum die Offroad-Reifen jetzt mehr Traktion haben als die hier? Achso, das sind Driftreifen. Okay. Da waren also Driftreifen. Da war ja auch ein Drifter. Klar. Gut. Dann habe ich nichts gesagt. Dann ist die Offroad-Reifenmischung tatsächlich besser.
Dann ist die Frage, ob wir nicht doch Gelände nehmen. Doch, wir nehmen mal Geländereifen. Wir nehmen mal die Geländereifenmischung. Dann gehen wir hinten ein bisschen höher. So, und hier machen wir ein paar schwerere Reifen drauf. Weiß ich allerdings nicht. Ob wir die schwersten schon drauf haben. Bin ich denn jetzt schon wieder? Oh, Jason, moin. Ja, hat mir der liebe Micha geschenkt. Na, hier. Na, der tut nichts, der will nur Kaffee. Also Micha, na, er hier. Und immer wieder schön. Habe ich sie ab und zu an. So. Speziell, wenn ich streame, habe ich es an. Wo sind die Felgen? Da sind sie. 14 Kilo Krieg hier drauf. Okay. 14 Kilo Krieg hier drauf auf die Kiste. Das ist ja schon mal ja nicht so schlecht. So, den hier. Brauche ich eigentlich nicht. Wenn ich den Einstellbahn drauf habe, hat das auf jeden Fall Vorteile. Ja, wir brauchen aber einen Offroader. Ja, ich habe es gerade erwähnt, Jason. Es gibt ja die World Challenge, ne? Um zu kicken, welches Land die besten Racer. Und jetzt zwingen sie einen mit dem Toyota Supra, der sehr gut im Racing ist, also Straßenracing und Driften, Offroad-Veranstaltungen zu bauen, um irgendwie zu verhindern, dass Japan an Platz 1 ist. Ich verstehe den Sinn nicht. Also, dann sollen sie so eine Challenge nicht machen. Hier gibt es ein Bodykit, wie gesagt, ne? So sieht der standardmäßig aus. Und na. Überhaupt nicht. Weil, also ich habe es gerade gesagt, ich habe den Eindruck, dass die jetzt festgestellt haben, nach den ersten 2 Wochen in Japan ihr Windhaus hoch und jetzt zwingen wir die Leute mal andere Länder zu nehmen. Das war vorige Woche mit dem Forsatron schon so, dass vorige Woche der Forsatron auf Deutschland und amerikanische Autos beschränkt war, ja, weil die an Platz 3 und 4 lagen vor italienischen und Japan mit Abstand geführt hat. Der Forsatron aber in diese World Challenge mit reingezählt hat. Ja. Heute haben wir im Forsaton wieder 2 andere Länder, ja, nur nicht Japan. Also es wird lustig. Also, ich weiß nicht. Ja. Auch die Auswahl der Autos ist. Lassen wir das. So. Bodykit, wir nehmen das Bodykit mal runter, weil im Offroad-Bereich ist das eigentlich hinderlich. So, das haben wir drin, das ist Allrad. So, dann haben wir den Serienmotor drin. Das ist ein 3,2 Liter. Das wären 5 Liter V10. Racing V, der ist zu stark. Oder den V12, aber der ist zu schwer. Wir lassen den Serienantrieb mal drin. Ich habe für das letzte Dingen Offroad eine ganze Nacht gebraucht. Auto war Lancer. Ja, Lancer lässt sich aber schön tunen. Ich habe da auch ein paar schöne Tunings. Ach ne, den Lancer habe ich auf Serie getunt, ne? Ich wollte den Rimac, ja. Aber gut, Offroad fahre ich ja sowieso mit am liebsten. Ja, und also ich bin ja ein, hatte ich auch schon mal erzählt, wäre ja fast zu Nissan gegangen damals, Anfang der 90er. Und als Rallye-Fahrer, weil sie mich eingeladen hatten. So, wieder 7-Gang-Getriebe. Dann braucht man Offroad-Differential.
Das Ding nehmen wir raus. Ich habe bis auf die, die ich kaufen müsste, auch schon die meisten. Ich habe alle. Genau, alle, die machbar sind, habe ich. So, Bremsen sind drinne. Fahrwerk braucht man Driften Offroad-Fahrwerk. Das setzen wir ein bisschen hoch. Kaufen im Shop, wohlgemerkt. Ja, ja, es gibt ja zwei Challenges, ne, die 150 Autos im Shop kaufen. Und wenn ihr die fertig ist, dann ploppt ja die letzte Challenge auf. Das sind 400 Autos kaufen übrigens. gibt echt nur negative Kommentare auf Social Media. Ich weiß nicht, ob sie es extra zurzeit machen. Es gibt so viele Fahrzeuge. Ja, ja. Also Jason, ich habe es vorige Woche schon gesagt, ich habe den Eindruck, dass sie keine Lust haben, Forza Horizon 6 zu programmieren oder anzufangen. Und jetzt alle dafür tun, dass die Leute keinen Bock mehr haben auf Forza Horizon, sondern nur noch auf Forza Motorsport. Weil sie gezeigt haben, dass der Hype auf Formel 1 und auf Motorsport wesentlich größer ist. Und Forza Horizon sehr aufwendig ist, weil es eben so viel mehr an Möglichkeiten, die Technik zu knacken, bietet. Wie zum Beispiel Open World. Ja. Ist meine persönliche Meinung. Also ich habe den Eindruck, sie haben keine Lust mehr auf diese Forza Horizon Serie und wollen sich nur noch auf Forza Motorsport konzentrieren. Und für mich deutet viel darauf hin, dass das der Weg ist. Wir werden sehen. Ich würde mich freuen, wenn es nicht so ist. Ja. Wäre eine ganz einfache Möglichkeit, uns das zu zeigen, diesen scheiß Löschbutton endlich wieder einzubauen zum Beispiel. Ja. Aber das ist meine persönliche Meinung. Momentan deutet für mich alle darauf hin, dass Forza Horizon 6, für Forza Horizon 6 kein Interesse besteht. Und ich könnte es verstehen, weil es eben sehr teuer ist, sehr aufwendig ist und so eine Sachen. Aber 18 Millionen Spieler zu zwingen, auf Forza Motorsport zu wechseln, wird nicht funktionieren. Also, ich mach mir da keinen Reim drauf. Das ist... Ja, das ist lächerlich. Ja. Gut, der 850 CSI war bei Forza Horizon 4. Das Auto, da habe ich ein Tuning erstellt, was mit dem 800er Tuning 431 gefahren ist. Ja. Der war äußerst performant. Also bei Deutschland ist es ein sehr schönes Auto, wenn man den nirgends anders bekommt. Ja? Aber wie gesagt, ich kümmere mich um diese World Challenge momentan überhaupt nicht mehr. Ich nehme aus Gnatsch in Japan. Ja? Und nicht, weil die deutschen Autos schlecht sind, ganz im Gegenteil. Da sind sehr gute dabei, wie der Porsche vorhin zum Beispiel. Aber ich bin nun mal ein Japaner und stehe zu dem Land. Ne? So. Einen schnelleren als den Jesko? Jein. Jein deshalb, weil du den Taycan, den Porsche Taycan, durchaus anders tunen kannst. Ja? Da gibt es ein paar Glitches, die manche ausnutzen. Die haben da 400, 536, 586 km/h erreicht und so ein Käse da. Ist Quatsch. Ja. Also, die theoretische Höchstgeschwindigkeit sind 486 in dem Spiel. Ne? Bei Forza Horizon 4 waren es 444. Alles, was höher ist, war praktisch fast erglitscht. Ja? Und... Du brauchst auch die Geschwindigkeit eigentlich nicht. Ja. Weil es gibt nur einen Blitzer, wo du die Geschwindigkeit erreichst. Ja. Den Rimac kriegst du ein bisschen höher. Ja. Bei dem Scamoria, bei dem Rimac kannst du dir das Tuning mal holen, was ich gebaut habe. Das jüngste von denen. Damit bin ich den Forsaton gefahren. Nicht den Forsaton, den Goliath gefahren. Das Video habe ich aber aus Versehen gelöscht. Das war das Problem. Bin aber angeeckt zwischendurch, sodass die Zeit nicht erzählt hat, ne? So, was machen wir hier mit den letzten Punkten? Jetzt machen wir es so. So, Korb ansehen, kaufen und nicht abbrechen, sondern kaufen. Ne? Kopfauer mag nicht fahren, ja, kann ich nachvollziehen. Mir platzt die Birne auch heute. Stärker als sonst. Ich habe jetzt sowieso ständig Kopfschmerzen, aber momentan sitze sehr stark.
Wir machen mal den Reifendruck mal ein bisschen höher, weil ich etwas breitere Reifen habe. Die Übersetzung passen wir an. Im unteren Drehzahlbereich brauchen wir die Geschwindigkeitsbereich, in den unteren Gängen brauchen wir eine geringe Drehzahl wegen dem Drehmoment. Wir müssen aber dafür sorgen, dass der Motor dann relativ schnell nach oben kommt und dann so bei 5,5 ungefähr bleibt, ne? Und jetzt kicken wir mal, wie wir das übersetzt kriegen, das Ganze, damit wir hier eine sinnvolle Geschichte reinkriegen. 2,4 und 6 Sekunden, 270. 5,8, 276. 5,87 wird länger, ne? Okay. 5,8, 2,4, 5,92. Also 5,87 ist so das Minimum, was wir hinkriegen. Wie erklärst du, dass Formel 1 Motorsport so umkommen ist? Weil es Multiplayer-Game ist. Es geht immer mehr. Jason, die Leute hängen zu Hause und können das machen. Die können nicht auf Partys gehen, die können nicht zusammen in Saufen gehen, die können kein Bier trinken gehen. Zum Beispiel, ich treffe mich mit Micha eigentlich immer einmal im Monat im Pearl hier in Berlin zum Bier trinken. Ja? Die High Society, die Kids, die feiern da ihren, die gehen dann da abzappeln da hinten. Aber der aus vorne Bereich zur Afterwork, ja, da haben wir uns immer ein Bier gegönnt. Ich konnte mit S-Bahn fahren und so weiter. Das gibt es nicht mehr. Was sollen sie denn machen? Die hängen alle zu Hause. Ja? Und deshalb hypet es so. Ja? Community-Spiels, die Spieler miteinander zusammenspielen können, um ihre Zeit totzuschlagen, sind einfach im Kommen. Und das funktioniert bei Forza nicht. So, bei Forza Motorsport und bei Formel 1 schon. Kick die Invertmaster an. Ja. Seit es Formel 1 gibt, geht der mit Formel 1 durch die Decke. Was ich sehr, sehr toll finde, dass er seine Reichweite ein bisschen pusht. Ja. Weil ich glaube, wenn ich zwei Personen mir aussuchen könnte, die Partnerschaft für Twitch wünsche, sind das Piero und Invertmaster. Ja. Das ist doch ganz normal. Du kannst doch nirgends mehr hingehen. Guck mal, meine Tochter sitzt zu Hause und kommt hier nirgends raus. Die kann nirgends hin. Was soll sie denn machen? Also spielt sie Genshin Impact und so ein Zeug auf dem Rechner. Ja? Den Stromverbrauch, was wir unsere Wohnung im nächsten Jahr haben, möchte ich gar nicht wissen. So, da kommt das her. Und Forza Horizon ist zwar schön, ja? Und du kannst auch ein paar Events mitbauen, ja? Oder Kolonne fahren. Aber so was wie Formel 1, den Spaß, den Invertmaster zum Beispiel hat, oder Walle und so, ja? Das funktioniert nicht. So, die Leute sitzen zu Hause und haben keine Ahnung, was sie machen sollen mit ihrer Zeit. Also stürzen sie sich auf Sachen, wo sie praktisch zusammen irgendwas machen können. Und der Formel 1-Hype halt eben nach von Michael Schumacher und den Konsorten. Ja? Weil eben viele zu Formel 1-Events nicht gehen konnten, weil sie sehr teuer ist. Also, und Formel 1 eben ein Sport ist, was nicht jeder kann und was um Schnelligkeit und hohe Leistungen geht. Ja? Und deshalb hypet es so. Ja? Und deshalb floppt es so bei Forza Horizon, weil hier diese Community-Geschichten eben genau nicht funktionieren. Zum Beispiel, was sich viele gewünscht haben, ein Eliminator mit einer Kolonne. Jedes andere Spiel kriegt das hin. Ja? Warum die Jungs nicht? Ja? Ein bisschen Programmierarbeit reinstecken. Ein bisschen was Neues machen. Ja? Das ist dasselbe Spiel, was wir hier haben, nur mit einer anderen Grafik. So. Und deshalb geht Formel 1 so durch die Decke und Motorsport und alle freuen sich auf GT, ja, auf Gran Turismo 7 und so, wie das heißt. Und Forza Horizon wird immer mehr totgeredet. Ja. Genau das steckt dahinter. Aber Scamoria, ne, wenn du Kopfschmerzen hast, dann solltest du Schluss machen und dich mal ins Bett legen, in der Badewanne oder eine Stunde Dauerduschen oder so. Das ist vorm Fernseher sitzen und Stream gucken, glaube ich, eine ganz falsche Idee. Kann ich dir aus Erfahrung sagen. Ich lade das VOD dann sowieso bei YouTube hoch. Da kannst du das auf jeden Fall ankicken, mein Lieber. Aber pfleg dich mal ein bisschen. So. Aber wie gesagt, deshalb geht Formel 1 so durch die Decke, weil die Leute miteinander spielen können. Ne? Und das bei Forza, ja, erfahrungsgemäß nicht besonders gut funktioniert. So, Federn. Hier gehen wir mal ein bisschen runter. So, dann gehen wir ein bisschen in die Härte hier, damit der uns nicht vorne hochspringt.
So, der hat Frontmotor, ne? Das heißt, wir müssen den Hintern schwerer machen, damit der beim Springen praktisch nicht vorne überschlägt, ne? Kopf aus seit 2 Tagen. Ja. Momentan ist aber auch der Wetter, ne? Viele sind wetterfühlig, der Luftdruck schwankt sehr stark, meine Frau auch, ja. Da kommt viel davon und die Erkältung, ne, Magen-Darm, wie Bacillus, Ambulu hat sie erwischt, ne? Der Lieblingsweg ist ja vom Bett zum Klo und gute Besserung an der Stelle. Und Kreist auch, der war in Berlin auch schon zu Gast. Da kommen viele zusammen, weshalb momentan wirklich viele Kopfschmerzen haben. Und das Wetter ist auch nicht gerade schön. Wenn du rauskickst, sind immer nur grau und. Ja, aber nur weil du das sonst auch nicht hast, heißt das nicht, dass du das niemals kriegst. Ist so. Ja. Ist eine beschissene Sache, aber das ist Tatsache so. So, das lassen wir so. Die Bremsen sind so, wie sie sind, gut. Hier gehen wir auf unsere Standardwerte. Vorne gehen wir auf 75 und unten auf 15. Und hier gehen wir auf, gehen wir mal 60 und auf 35. So. Jetzt gehen wir hier ein bisschen hoch auf 66. Und dann haben wir 2,4 Sekunden von 0 bis 100. Ist doch eine schöne Zeit, oder? So nehme ich das einfach und jetzt speichere ich das. Unter einem neuen. Ne? Das nennt sich dann noch Rallye. Rallye V1, Version 1. Ja. Damit die Leute die Tunings auseinanderhalten können und ich nachher weiß, welche ich löschen muss, falls der Löschbutton jemals kommt. Nee, das hat mit Höchstgeschwindigkeit nichts zu tun. Das ist Grip. Ein gutes Handling können wir so lassen. So, dann haben wir das hier. Automeisterung haben wir hier was drin. Ja, ein bisschen. So, Vorsatzschon-Punkte. Und Designs und Lackierungen. Nee, das war natürlich Quatsch. Meine Designs. Hier bei Designs zum Beispiel auch. Ja? Wenn ich hier bei meinen Designs gehe, warum ist hier kein Filter meine oder das jetzt ausgewählte Fahrzeug? Ja, ich sehe meine Designs, ja? Kann aber mein Auto, was ich gerade fahre, hier nicht auswählen. Ich habe nur 800 Designs. Wie lange soll ich denn hier suchen? Ja? Ich muss also über die Designs finden Option gehen, über suchen. Was viele ja schon überfordert, muss ich leider sagen. Ja. Und dann bei Ersteller mich selbst eingeben, damit ich meine eigenen Designs finde. Ja. Mit meinem Fahrzeug. Ja. So. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt verstehen, oder? Aber gut. Es gibt Datenbanken, sind nicht jedem seine Sache. Und Datenbankabfragen zu erstellen, sind auch nicht eben seine Sache. Aber das macht nichts. So, Auto lackieren gehen wir trotzdem. Und zwar mit den Spiegeln und mit den Reifen, damit ich die auseinanderhalten kann. Dann mache ich die Spiegel bei der Kiste hier nämlich mal weiß. Den Spoiler machen wir weiß. Und die Felgen, die lackieren wir natürlich auch anders. So. Die machen wir weiß und mal so lassen. Ne, hier machen wir das Orange rein. Ne? Weitert Option Felgenhorn machen wir. Ne, warte mal, das Felgenhorn machen wir weiß. Und die innere Farbgruppe machen wir blau. So, und die Innenseite wird auch weiß. So, und jetzt können wir den. Die Bremszangen in der Blinkerfarbe lackieren. Ne? So. Die Scheiben werden schwarz. Ne? Das lassen wir so. Und so speichern wir das. Und so gebe ich das Tuning, das Design gebe ich natürlich frei. Ne? Aber es kam ja, ich habe die Kopfschmerzen jetzt seit 2008 und die werden nicht weniger, also man gewöhnt sich dran.
Es ist sehr schwer und das kostet mich unglaublich hohe Energie, dass ich hier sitze und ich einfach nur paralysiert in der Ecke sitze. Aber es geht. Meine Designs. Aber wie gesagt, bei den meisten macht ihr keinen Kopf. Die haben, auch meine Frau hat Kopfschmerzen. Es sind momentan wirklich das Wetter und alles so eine Sachen, die sind sehr kopfschmerzfreundlich gerade. Die Wettereinstellungen unserer Matrix hier. So, kannst du laut sagen. Kopfschmerzen sind scheiße. Kannst dich nicht kratzen, ne? Kommst nicht ran. Kenn ich. Gibt nur eine Sache, die noch schlimmer ist, wenn es unterm Gips juckt. So, dann fahren wir hin. Du hast einen neuen Toaster bekommen, Auflage 2000 Stück. Der brennt beim Toast das Wort Moin auf den... Geil. Möchte ich ein Bild von sehen in meinem Discord, JD. Darfst du auch bei Fotografie reinpacken mit einem schönen Kaffee, ja, einen schönen Toast dazu. Das denke ich mir. Sheldon Cooper hat sich einen Toaster geholt, der Zylonen-Toast gemacht hat. Na, mit den Zylonen-Köpfen drauf. Von Kampfstern Galactica. Ja, ich bin alt. Also Grip hat er ohne Ende, wa? Du hast dein Ziel erreicht. So. Also, Veranstaltung fortsetzen. Wir nehmen ein japanisches Auto. Big Bang Theory ist ein geiler Film. Erstens, weil mein Bruder so ist wie Sheldon. Ne? Leicht und nicht nur dicht am Asperger. Und ich bin so ein bisschen wie Lennart, nur größer und sportlicher. Und passt schon. Also, das kommt dem schon sehr nah. Also, mein Bruder hat eine ähnliche Logik wie Sheldon Cooper. Er hat zwar kein eidetisches Gedächtnis, aber das kommt dem sehr nahe. Man muss bei der Schatzsuche bei Arcade Kategorie Sprung die Bullseye-Dinger zerstören. Also wie ich es mir gedacht habe, ne? Siehst du? Also es ist im Englischen einfacher zu lesen als im Deutschen. Ach ja, der Furthermore, unser Herr der Pinguine hier. Oh, Entschuldigung. It's Charlie Chu von Xbox und von Turn 10 Studios, ne? Eine Stammstreamerin auf dem Forza-Kanal, wer sie nicht kennt. Hat auch einen eigenen Twitter-Account, auch einen eigenen Twitch-Account. Sehr nette Persönchen. Fährt sich sehr gut hier. So darfst du natürlich nicht fahren. Moin, Wommel. Tschüss, Wommel. An der Lenkung muss ich noch ein bisschen arbeiten. Der sperrt noch zu sehr vorne. Da müssen wir noch mal ändern. Und dann ist es ein muted Tuning. Er ist noch ein bisschen bockig, ja. Aber Grip hat er sehr, sehr viel. Also du kannst hier schön und mit Kurven zirkeln. Man hört es ja, es quietscht wenig. Es raucht nicht, die Reifen stinken nicht. Und ist natürlich hervorragend, ne?
So, jetzt versuchen wir mal eine saubere Runde hinzukriegen. Ich lese gleich, Jody. Na bitte. Was schreibst du denn? Ja, eine tolle Mods. Modis dabei. Grid Legends kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht, die Serie. Habe ich mal gesehen, aber. Ne? Ich guck verkehrt. Der hat kein Übersteuern oder Untersteuern. Der bockt einfach durch das Allrad-Asset. Zeige ich dir gleich, welche Einstellung das ist. So, fortsetzen ist okay. Deshalb habe ich das Tuning auf V1 genannt, weil ich ja weiß, ich kann sie nicht überschreiben. Oder ich kann sie zwar überschreiben, aber ich kann sie damit nicht löschen und das andere Tuning ist trotzdem noch da und bla. Ja. Ich habe einige Autos, da hast du Autos, Tunings, die heißen alle Forza und sind alle vom gleichen Tag. Ja. Weil ich dachte, wenn ich ein Tuning überschreibe, ja, dass ich das Tuning dann lösche und das andere, dann, aber war offensichtlich nicht so. Ne? Ja, ja. So, was ist das hier? Ein RS5. Okay, den nehmen wir mal. Da ist ein Wheelspin drin. Aber gut, was soll's. Also, Auto. Auto-Tune. So, bei der Untersteuerung hast du zwei Einstellungen, die dafür sorgen, dass du ein bisschen besser läufst. Ich gehe hier auf 1,7. Und hier auf 0,2. Wenn hier auf, ich gehe standardmäßig auf die Einstellung, die hat einen sehr, sehr stabilen Geradeauslauf. Also da kannst du 400 oder 500 km/h fahren, geradeaus. Da wackelt nichts, da zittert nichts, der fährt wirklich stumpf geradeaus. Bockt aber beim Lenken. Ja? Gerade wenn du mit Allrad fährst. Deshalb gehe ich beim Allrad meistens auf die Einstellung. Wenn das nicht reicht, gehe ich auf die Einstellung. Und wenn das nicht reicht, gehe ich auf die Einstellung. Ja? Sodass ich jetzt hier auf die hier gehe. Und hier unten auf 6,5 gehe. Und die zweite Einstellung, die du machen kannst, um das praktisch ein bisschen zu beheben, ist in der Hinterachse. Ja, hier ein bisschen in der Verzögerung runterzugehen. Dann gehe ich mal auf 15. Dann sperrt das nicht so. Und der kann hinten die Rotationsgeschwindigkeiten von den Rädern etwas besser annehmen. So, jetzt würde ich normalerweise ja mein Tuning überschreiben. Von heute. Da das ja nicht funktioniert, das wissen wir ja, speichere ich also neue Tuning und nenne das Rally Final. Ne? Also von mir immer, wenn vorhanden, nur die Final Tunings laden. Ne? So, deshalb ist das finale Tuning und so können wir das auch. So, jetzt sieht mir die Playlist hier auf den Sack. Schlafe ich ein mal. Nehmen wir mal nicht, wa? Wo ist meine Playlist? Hier. Und die kriegt man eine Kiste. Hat das auch lange nicht, wa? Also, Tuning ist fertig. Können wir machen. So, nö, wir drehen jetzt nicht. Dann gehen wir mal hier hoch. Das ist ein Streckenrennen. Können wir machen. So. Ne? Also der Supra mit Allrad ist ein Auto, wie einige japanische Fahrzeuge, die beim, wenn die mit Allrad ausgerüstet sind, dass sie beim Lenken bocken. Ne? Bei höheren Geschwindigkeiten, in unteren Geschwindigkeiten sind sie sehr lenkfreudig, aber so ab 190 fangen sie an, dass sie bockig werden. Das heißt, du lenkst ein, aber da passiert nichts. Ja? Du übersteuerst nicht, sondern du kriegst, die Räder lenken nicht ein. Ja? Der will nicht. Und das ist eine ganz komische Sache. Und das haben wir bei dem 240 SX zum Beispiel auch gehabt. Ja, das ist ja, ein Kaya hat es selber, ein Kaya hat es auch probiert, er hat es kaum rausgekriegt. Ja. Er hat es erst rausgekriegt, als er Allrad rausgenommen hat und wieder auf Heckantrieb gewechselt ist. Ja. Da hat er das Bocken weggehabt.
Also Allrad auf manche Autos ist ein bisschen schwierig. So, es scheint so, dass sie den Hotfix behoben haben, indem man die Stoßstange von dem Audi TT RS von 2018 nicht sehen kann. InVertMaster nimmt wieder das kleinste, flachste Formel 1-ähige Auto. Ne? Hat aber keine Chance, mein Sohn. Ja, ist ein bisschen besser. Er ist immer noch ein bisschen bockig in der Kurve, aber. Peres, mach mal Platz hier. Na also, geht doch. Hey, schuppen kann ich auch, großer. Solltet ihr sehen, Peres, wie der Driver Tar voll in mich reingezogen hat? Ja? Ist das deine Fahrweise, ja? Merke ich mir. Auf gerader Strecke einfach rüberziehen, ja? Okay. Was ich zum Beispiel auch witzig finde, dass ich habe ja Schaden ausgeschaltet, ne? Die drei Watar-Autos aber einen sichtbaren Schaden kriegen. Zwar keinen richtigen, ne? Aber einen sichtbaren Schaden haben. Finde ich zum Beispiel auch sehr lustig. Aber Tuning ist gut. Das können wir lassen. Also für unschlagbar wird es nicht reichen, aber so wird es reichen. Lest gleich. Ich hab's nur klicken sehen und den roten Bildschirm. Was darauf deutet, dass irgendjemand mich genannt hat, JD. Lest gleich. Ja, ne? Die wissen, was denen blüht. So, ich bin in der einen Serie immer blockiert worden, wenn ich den ersten zu dicht kam oder sowas. Ja, ne? Also, ich weiß nicht, wo diese KI teilweise herkommt, aber die ziehen, wenn du auf gerader Strecke neben der KI fährst, ziehen die einfach in dich rein. Ne? Und verstehe den Sinn nicht. Ich fahre nicht, also kann das nicht sein, dass man sie sagt, ja, die fahren so, wie du fahren würdest. Nee, tue ich nicht. Ja. Ich schummel mich immer ganz vorsichtig vorbei, ohne den anzuditschen. Aber ich ziehe nicht auf gerader Strecke einfach mal rüber. Ne? Keiner hinter dir und auf einmal, ja, das, die KI kannst du knicken. Mein Gamertag ist, genau, richtig, wäre es. Ne? Büller Ferris und Ferris Büller. Und hab dich ja hier drin. So, wo geht's denn weiter? Erstmal gehen wir wieder auf die richtige Ansicht. Das andere stresst den Rechner so. Aber es sind ja die drei Watare. Ich weiß ja, dass du dich so fährst. Was ist denn das hier? Ach so, okay. Aber hat mit Querfeldein eigentlich nichts zu tun, oder? Eigentlich sind Straßenrennen, aber gut, lassen wir es. Nicht. Ah ja, gut.
Also, weiter geht's. Wir fährten hier mit. Invert ist da, Ferris Bühler ist da, sagt er. Leviathan ist da. Kick mal. Den lieben Ferris werden wir uns mal zurechtlegen. Oh, den 2018er Audi TT RS fährst du. Mit Stoßstange so, ja. Guck an. Huch, Entschuldigung. Ich hab die Bremse nicht gefunden. Diese kann ich auch. Ich lese gleich Wasserfan. Bist du zweimal? Ach nee, das ist Ferris Bühler 416. Wer ist denn dit? Ferris, bist du dit? Du bist Ferris Bühler 26, ne? Wer ist denn dieser Ferris Bühler 416? Bist du dit auch? Ist das ein zweiter von dir oder wer ist dit? Oder hat der mit dir ja nichts zu tun? Wer ist denn dit? Das fällt mir jetzt erst auf. Der bist du nicht. Wer ist denn dit? Kennst du den? Kennt ihn irgendeiner von euch? Weil ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich dachte mal, ihr seid ja zwei Personen, ne? Bühler Ferris und Ferris Bühler. Ne? Also du kennst ihn nicht, ne? Dann fliegt er aus der Flöhe. Ich schreibe den an und dann wird er mal rausgeschmissen. Also wenn keiner von euch ist, dann ist aber netter, sagst du. Netter Name, ja. Aber wenn er nicht aus unserer Bubble kommt, dann ich dachte, das bist du. Oder wie gesagt, ich dachte ja ursprünglich, ihr seid zwei Personen, ne? Ferris Bühler und Bühler Ferris. Ja. Gibt ja auch zwei Twitch-Account. Ne? Einmal Bühler Ferris und einmal Ferris Bühler. Ich lese gleich, Jadie. Ich habe Forza Motorsport 5 angefangen zu zocken und fand's scheiße. Warum? Wegen der KI. Ja? Die KI-Steuerung war interessant. Ja? Sie war gut. Also sie war gut für Community und für Leute, die damit mit Racing und so was gerne arbeiten. Ich fand es deshalb nicht gut, weil die KI teilweise zu hart war für normale Spieler. Und dafür, dass man dann nur eine Stunde im Kreis fährt, ist es mir so langweilig. Ja? Also für mich ist Forza Motorsport auf Formel 1 Tatsache nicht so das Spiel. Ich würde mir Formel 1 zum Beispiel nicht kaufen. Ja? Ich habe zwar ein paar Runden jetzt versucht und habe auch relativ gute Zeiten hingekriegt mit dem Williams, mit Tastatur. Aber eine Stunde im Kreis fahren, ja, da kann ich nur eine Stunde in der Badewanne liegen, da kommt mehr bei raus. Also ist nicht mein Ding. Ja, dafür hält das hier würdigst nicht. 2019 ist kostenfrei. Nicht kostenfrei, ist im Microsoft Game Pass mit drin. Ja. Deshalb spiele ich es, aber ansonsten hätte ich das Formel 1 auch nicht. Und Forza Motorsport ist auch im Game Pass mit drin. Ne, Forza Motorsport 5 und 6 zum Beispiel. Und deshalb habe ich da mal reingeluckt, aber ich bin da noch nicht mal durch die Karriere durch. Also ist das Sache überhaupt nicht mein Ding. Also, es ist ein sehr schönes Spiel, macht auch Spaß zu fahren, aber dauerhaft, so lange wie hier in Forza zum Beispiel, ist es mir so langweilig. Ja, weil es immer das Gleiche ist. Du fährst ein Rennen auf derselben Strecke. Ja. Ja. Und das hört mich nicht an. Also, ich brauche was, was mich fordert, was mein Kopf fordert. Und wie Anno zum Beispiel, ja. 13 verschiedene, Anno 2205 war perfektes Beispiel. 13 Gebiete miteinander zu verschachteln, ist eine sehr schöne Sache, ja. Der Flugsimulator ist eine sehr schöne Geschichte, ne, von Hamburg nach Berlin unter 500 Fuß mit 1000 Knoten. Fordert auch so ein bisschen, ne, Konzentration zum Beispiel. Und das hier ist ein Open-World-Game, wo man zumindest Forza Horizon 4 war so, ja, wo eine faire KI ist, wo man größere Rennen, wo man auch durch die ganze Karte zu einer Rennveranstaltung machen konnte. Und
Das war das Schöne. Forza Motorsport sind immer die gleichen Strecken, nur mit anderen, mit gleichen Autos und teilweise anderen Designs. Mehr ist es nicht. Ja? Und es ist nicht mein Ding. Also überhaupt nicht. Ja? Ja. Zum Beispiel. André, was ist denn los? Warum redest du denn jetzt schon? Du kannst doch nicht schon fertig sein mit Forza oder läuft nicht? André, mein Lieber. SO, mach ich diesen. Was denn jetzt los? Das ist ein schöner Alert, oder? André, mein Lieber, vielen Dank für dein Abo im 16. Monat bereits. Heftig. Also, ich muss erst mal lesen. Ihr seid Stormy, moin. Moin. Der Junge muss kochen. Oh, denn rinn. Sonst wird Schatzi sauer, ne? Colon ist doch erst heute Abend. Ich habe heute einen Multiplayer. Stell dich ein und vorher ist noch Kochen essen. Machst du es live im Stream? Danke für den Ausruf. Du immer gerne. Für dich jederzeit, mein Lieber. Metal Priest, moin, moin. Wie geht's euch? Wie geht's euch? So, wir ärgern uns mit Forza ein bisschen rum. Also der Tuning hier mit dem Supra ist natürlich geil. Das will keiner sehen, hast du eine Ahnung. Ich glaube, André, dein Kochstream würden mehr Leute gucken als mich bei Forza. Kannst du davon ausgehen. Aber ich weiß nicht, ob Erlin damit einverstanden ist. Ja, aber vielen Dank für den Raid, mein Lieber. Ich habe kurz reingeguckt, dir den Victory darüber geschickt, weil mein Englisch einfach under all pick ist. Ja. Also not the yellow from the egg, kennen wir. Und ich ihm das nicht erklären konnte mit einem Rechner und so, ne? André beim Kochen würde ich auch sehr gerne sehen. Erstmal die Küche, ne? Und wie Eileen mit dem Nudelholz hinter ihm steht, wenn er die Pfanne nicht richtig... Und ja, sehr schön. Kopfkino ist vertollet. Schön, dass ihr da seid, meine Lieben. Kriegt dann gleich mal eine Kiste hier. Und ich bin natürlich der Gewinner, klar. Das Auto haben wir schon. Achso, Stormrider. Und weil ihr jetzt ein paar neue seid. Bei Xbox gibt es einen Gamertag Ferris Bühler 416. Ist das einer von euch? Kennt den einer? Oder weil der ist bei mir in der Freundesliste. Ich dachte, das ist Bühler Ferris. Ist aber ja nicht. Also wenn einer diesen Ferris Bühler 416 kennt, mal Bescheid sagen, sonst entferne ich ihn wieder aus meiner Freundesliste, weil ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. aber lassen wir mal. Gut, das Event haben wir fertig mit dem Supra. Wer nennt sich denn genau so? So oft ist der Name auch nicht. Ja, eben. Ich hab überhaupt nicht drauf geachtet. So, was haben wir denn? Guanajuato. Hier haben wir Offroad, ne? Belohnung der GT3 von 2016. Der tut sich gut an. So, prüßt euch, meine Lieben. Ne? Solange wir Forza noch spielen können, werden wir das genießen. Hat es vorhin schon erwähnt, es gibt einen Game-Breaking-Bug, den keine Sau interessiert, offensichtlich. Der früher oder später dafür führen wird, dass man keine Autos mehr tunen kann, weil die Tuningplätze volllaufen. Ne? Sei denn, wir haben unbegrenzt Tuningplätze zur Verfügung. Das haben wir nicht. Also, aber es scheint keinen zu interessieren. Zumindest nicht von Blackout Games. So, wir haben natürlich einen Japaner am Start. Klar. Und hier ist wieder genau das gleiche wie vorhin. Vorhin habe ich ein Querfeldeinrennen und ich habe einen Straßenracer. Hier habe ich jetzt wieder ein Querfeldeinrennen und habe, glaube ich, für Querfeldein das schlechteste Auto aus Japan, was man kriegen kann. Dagegen Bentaya, Grand Cherokee, wirklich geile Offroad-Fahrzeuge und die geben mir aus Japan einen Civic. Also ich habe hier wirklich den Eindruck, genauso Urus, ja, hier ein Rallye-Fahrzeug, den hier. Ja, warum habe ich denn hier nicht aus Japan ein vernünftiges Rallye-Fahrzeug drin? Wollen die Japan jetzt wirklich zwangsweise runterschrauben? Oder ich habe Cheetah im Multiplayer. Seit letzter Woche kommen Beatles mit Speedhack, die dich einfach auf Knopfdruck abziehen. Du meinst beim Eliminator oder wo?
Meinst du beim Eliminator? Mach nicht diesen. André, dann such mal so ein. Du hast es ja auf VOD, ne? Dann such mal ein VOD raus, wo das drauf ist, mach ein Highlight von und schick das an den Support mit dem Link zu diesem Highlight. Dann werden erstens die Leute gebannt und da ist ein Timecode drin, ein versteckter, sodass sie dann praktisch genau sehen können, wer oder wo das war, dass sie da hinkommen. Das wäre natürlich sehr schön. Und ja, es gibt ein Speedtag. Das ist richtig, das ist die Telemetrie. Das geht mit der Telemetrie. Und ich hatte es schon mal erwähnt, ja, wenn ihr Hacker oder sowas findet, wenn ihr selbst, wir haben es ja gesehen, in den Rivalenlisten zum Beispiel sind teilweise beim Goliath Leute drin, die das in 11 Sekunden gefahren haben. Playground Games darf aufgrund der Datenschutzbestimmung nicht in diesen Listen editieren. So. Sie dürfen nur was machen, wenn wir als Spieler diese Leute melden. Ja, wenn wir die also nicht melden, können die nichts machen. Na, die können nicht einfach hingehen und alle Datenbanken im Spiel durchforsten. Was haben die Leute so? Ja, genau, das ist ja Datenschutz. Ja. Dass sie also nicht einfach reingehen dürfen und gucken, okay, den Spieler kicken wir uns jetzt mal an. Oh, der hat ja lustige Zeiten, kicken wir uns den Rest von dem an. Na, das dürfen die nicht. Na, das ist nicht zulässig. Also müssen wir die melden. Wenn wir die aber melden, ja, zum Beispiel mit dem VOD, dann können sie reingehen und sagen, okay, das funktioniert so nicht. Ja. Und dann dürfen die auch was machen. Sonst sind die praktisch machtlos. Ja. Und nur mal so als kleine Info. Also, wir nehmen mal den Civic und werden dann mal versuchen, was draus zu basteln. Gut. Also, es ist offensichtlich, dass Japan in der Punktezahl massiv gedrückt werden soll. Das hatte ich vorhin schon ein Thema. Und da muss ich auch dazu sagen, ja. Wenn sie eine World Challenge ausrufen und mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, sollen sie das nie machen. Ja, das ist, ja, habe ich auch kein Verständnis für. So. Aber wir werden mal einen schönen Rallye, schönen helle Rallye Honda zusammenbasteln. So, vorher werden wir noch mal gucken bei Festival Spielliste. Wo ist er denn? Hier, ne? Die ist es. So, zugelassene Autos. Was haben wir denn? So. Also hier ist natürlich die perfekte Auswahl. Der Captain Bentayga. Ja. Ein SUV, sehr stark, sehr gut in Offroad. Ich habe aus einem Grand Cherokee ein SUV. SUV. Rein als Rallye-Auto konzipiertes Fahrzeug. SUV. Ein Billig-Straßenauto. Was soll ich denn zu der Auswahl von Japan sagen? Ja, also, und das meinte ich, das hatten wir vorhin schon mal das Thema, dass ich den Eindruck habe, dass hier Japan in der Punktezahl gedrückt werden soll. Aber wie gesagt, dann sollen sie so eine World Challenge nicht machen. So, dann werden wir schon aus Gnatz den hier tunen. Und mal kicken, ob wir hier ein Tuning zusammenschrauben können mit dem Honda. Das ist ja 2018, aber das war. Was vernünftig ist. So, wo ist ein Honda bei Hava? Ich weiß, aber ich möchte ein japanisches Auto fahren und auch das entsprechend tunen. Und hier zum Beispiel, ja, ich habe jetzt ein Offroad-Tuning. So, wenn sie wenigstens so fair gewesen wären und die gesagt hätten, okay, wir haben Offroad, dann nehmen wir auch den Offroader. Ja, den nehme ich den 2016er Chevy Coupé. Könnte man ja sagen, okay, da ist ein Wille dahinter. Ja? Sie hätten auch hinnehmen können, zum Beispiel, und den Hyundai nehmen können. Ja? Oder eben von Nissan. Ja? Als Offroader den hier zum Beispiel. Ja? Oder selbst der hier wäre schon gut gewesen. Aber von Nissan ist zum Beispiel überhaupt kein Auto bei. Ja? Hier gibt es unglaublich starke Rallye-Autos. Der hier zum Beispiel hat aus dem Stand alle Rallyes gewonnen, als er angetreten ist. Ja? Bei Toyota genauso. Und was nehmen sie drin? Das einzige Auto aus Japan, was in Rallye scheiße ist. Aber gut. Ist eine Herausforderung. So, wir brauchen 800er Tuning. Dazu brauchen wir auf jeden Fall erstmal Rallye-Reifen. Und das könnte sein, dass wir damit schon über die 800 rutschen, wa? Die sind montiert, da haben wir 27. Das sind Straßenreifen. Das wären Offroader.
Dann nehmen wir die Rallye-Autos, dann sind wir schön weit unten mit der Zahl. Dann haben wir ein bisschen mehr Motorleistung übrig. So, hier haben wir einen Punkt mehr, den investiere ich aber. So, Felgen, machen wir ein paar schwere Felgen rein. Wo sind sie denn, meine Lieblingsfelgen hier? Hier. 11 Kilo kriegen wir rein. So, damit haben wir die Spurverbreitung wieder raus. Das haben wir. So, wir haben 800er Tuning. Da gehen wir mal auf die hier. 413 ist ein guter Wert. So, wir haben noch Frontantrieb. Dann gehen wir mal auf Allrad und sind dabei bei 430. So, jetzt kicken wir in den Motor rein. Ne, vorher kicken wir noch in die wichtigen Sachen. So, sind die Reifen geblieben? Ja. Und Spurverbreitung ist auch geblieben, ne? Genau. So, jetzt kommt die Sache, die ich am ungernsten mache. Ist auch ein schöner Deutsch, wa? So, hier haben wir, braucht man nicht, ne? So, hier haben wir jetzt 730, 725. Sieht scheiße aus, ja? Aber bringt mir 5 Punkte, die ich für das Tuning verwenden kann für Leistung. Ja, und die brauche ich einfach, auch wenn es scheiße aussieht. Und die kann das Auto stabilisieren für Sprünge zum Beispiel. So, wir brauchen die Triebe. Dann nehmen wir das kleinste Getriebe, was wir kriegen können. Ja, 7-Gang-Getriebe reicht vollkommen. Wir nehmen ein Offroad-Differential rein und die Gewichtsreduzierung kommt zum Schluss, weil wir nicht wissen, wohin mit den Punkten. So, Bremsen, das sind wir bei 34. Dann nehmen wir noch Offroad-Fahrwerk rein. Das lassen wir erstmal und hier gucken wir, wie weit kommen wir hoch. 250 Kilo kriegen wir runter, das ist wichtig im Offroad-Bereich. So. Dann haben wir ein bisschen Leistung. Wir brauchen ein bisschen mehr Drehmoment. Das heißt, wir kriegen den hier rein. Dann kriegen wir eine scharfe Nockenwellen noch hin. Ja, eine kriegen wir hin. Und ein Zylinderkopf, der wird zu viel, wa? Zylinderkopf ist zu viel. Gehen wir mal nicht aufs Maximum von Gewicht, sondern holen uns ein bisschen mehr Leistung. 98, 36 PS. Wenn ich den so lasse und hier ein hochgehe, bin ich bei 377 und 486 und 505 und 391. Okay. Moment. Umschalten. 498, ne? 505 Newton, 391 PS und 505 Newtonmeter, ne? So, hier sind wir bei 430 PS und 400, also ich habe eine höhere Leistung. Aber nicht so viel Drehmoment, ne? Barca Forza 4 ist die Windmühle als Gefahrenschild drin. Man muss über 400 Meter springen. Mit dem Jesko kein Problem, ne? Nö, mit dem Jesko fliegst du da locker 600. So, nehmen wir mal den hier rein. Und einen Kopf haben wir auch dran, richtig? So. Also der Turbolader ist schön, bringt uns aber weniger Drehmoment als... scharfe Nockenwellen. Dann gehen wir mal hier rein. Klappt das? Nee, klappt nicht. Okay. Gut. Gehen wir hier nochmal rein. Klappt das? Nee, klappt auch nicht. Gut, dann haben wir ein Grundfahrzeug. Was wir mal ein bisschen anpassen. Und hier machen wir es wieder genauso. Wir nennen das erste Tuning Rallye V1. Und das zweite dann oder das finale Tuning nenne ich dann Rallye Final. Ne? Weil wir Tunings ja nicht löschen können und auch überschriebene Tunings sich praktisch verdoppeln. Nur die Final Tunings von mir laden. So vorhanden. Ne?
So, hier hinten geht im Reifendruck ein bisschen hoch, weil wir breitere Reifen haben, um die Auflagefläche ein bisschen zu reduzieren. Ja, ganz klar. So, wir haben Turbolader, der braucht am Anfang ein bisschen Drehmoment, damit er hochdrehen kann. Im unteren Drehzahlbereich und in den mittleren, im oberen Geschwindigkeitsbereich müssen wir dann auf Drehzahl kriegen. Weil japanische Motoren sind immer kleine Drehzahlmonster. Und da haben wir, deshalb habe ich hier so eine kleine Stufe drin. Ne? So, dann haben wir 2,4 Sekunden haben wir mit dem Supra geschafft. Hier haben wir 2,7 und 2,6 Sekunden und 311. Der ist schneller als der Supra. So, lassen wir mal so. Ausrichtung gehen wir auf 1,8 und 0,9. Der ist ein bisschen hibbeliger. Da gehen wir auf den Wert. Das können wir nicht ändern. So, hier gehen wir ein bisschen hoch, damit der hinten vorne ein bisschen härter wird. Weil wir gehen hier in den Federn ein bisschen runter. Hinten ist der Hintern bei uns ein bisschen höher. Na? Wegen der Grundbeschleunigung, damit wir am Anfang mehr Traktion haben und das Auto hinten praktisch nicht wegsackt. Ja. Frontmotor, wir müssen den Arsch also schwerer machen, damit er praktisch beim Sprung nicht nach vorne überschlägt. Ja. Deshalb machen wir hinten den Hintern ein bisschen schwerer für Aerodynamik, dass wenn er springt, praktisch hinten schwerer und nach hinten ein bisschen durchsackt. So, Bremse. 32, 2 und 79. Mal kicken. Standardwerte. So, 31 und 77. 31, 2, 31, 3, 31, 4, 77, 6, 77, 4, 77, 9. Okay, so, höher wird schlechter, tiefer. Gehen können wir, wa? Ja, gehen können wir runtergehen. Wunderbar. Hier nehmen wir jetzt dieselben Werte wie bei dem Subaru. Das heißt, da hatten wir genommen 75 und 15. Und hier hatten wir genommen 60 und nicht 38, sondern 25, glaube ich, wa? So, und dann gehen wir hier mal auf 60. 306, 65%. So, jetzt gehen wir auf Einstellungen verwalten, speichern, ja, und nennen das Rally. V1. Das richtige Tuning wird dann gespeichert und da final, so ich nochmal was ändere, ne? Dass ihr das dann auch wisst, welche Tunings ihr laden könnt. So, das hat natürlich nichts mit Höchstgeschwindigkeit zu tun, sondern mit Grip. Wir haben ein gutes Handling. Fertig. Also die Werte sind da optional. Das ist. Kann man so nehmen, muss man nicht. Was haben wir hier? Ein paar Vorsatzpunkte. Die können wir uns holen. Ja. Und das Design müssen wir natürlich noch anpassen. Auto lackieren. Hier haben wir keine erweiterten Optionen. Wir haben also bloß eine Farbe. Machen wir mal so. Rallye-Autos haben bei mir weiße Spiegel. Und so vorhanden einen weißen Spoiler, damit ich sie unterscheiden kann. Damit man sie im Wasser besser sieht. Nee, nicht alle. So, die Farbgruppe, die erste Farbgruppe ist hier innen die Farbe. Dann nehmen wir die Wagenfarbe. Die zweite Farbgruppe ist der äußere Ring als Kontrast. Ja, hier, der hier. Und dann nehme ich das Gold hier. Ne, wir nehmen Weiß. Wir bleiben uns treu. Die Innenseite, wir wollen ja putzen, ist weiß und das Felgenhorn ist hochweiß.
So, der Bremssattel. Ja. Der Bremssattel kriegt dieselbe Farbe. Na, das Auge ist ja faul, das menschliche Auge. Also kriegt es dieselbe Farbe wie der Blinker. Ja, das ist für ein Auge einfacher und das springt, obwohl es fast die gleiche Farbe ist, ja, ein bisschen mehr ins Auge und das Auge hat was von. So, Farben machen wir dunkel. Ich weiß, meine Designs sind umwerfend, Passafin. Kann das durchaus verstehen. Müsste, ich bin da kein Litfaßsäulenfahrer. Da gibt es andere Designer für, Passafin zum Beispiel. Und ich nicht. So, dann mit dem Ding fahren wir dann gleich mal und kicken, ob wir damit was die Rissen kriegen. Freigeben tun wir die Designs natürlich auch noch schnell. So, freigeben. Das lasse ich einfach so. Naja. Manches ist auch einfach nur Scheiße. Aber das macht nichts. So, ihr habt eine Kiste gehabt. Dann gucken wir mal, wo unsere Challenges ist. Hier oben. Und dann gucken wir mal, was ich hier angerichtet habe. Uns gegen SUVs durchzusetzen, wird bestimmt nicht so einfach. Also es kann sein, dass wir jetzt jämmerlich verkacken, klar, aber dann nehme ich den Bentayga. aber es kann auch sein, dass wir ganz gut abschneiden. Mal gucken. Wir fahren auf sehr erfahren mit Tastatur, wer mich nicht kennt. Na, also, na, hier, Tastatur. Und schauen wir mal. Ja, mit Tastatur. Kann ich dir sehr einblenden. Wenn ich also sagte, zeigt er die Tastatur und fährt trotzdem mit Lenkrad. Nein, ich fahre mit Tastatur. Kann man sehen. Hier. So, Schwierigkeitseinstellungen sind klar. Ja. Sehr erfahren. Hier Traktionskontrolle, Stabilitätskontrolle ist alles aus. Der Rest, den lassen wir einfach so. Und dann passt das. NSF 398 habe ich auf der Tastatur. Nee, Need for Speed habe ich Tatsache mit dem Joystick gespielt. Mit dem hier. Na, mit dem Zytec Cyborg 3D Gold USB. Den habe ich mir gekauft. 2009, 2000 irgendwann, ich weiß es nicht. Also irgendwie könnte es ja noch 1900 gewesen sein. Also der ist schon 20 Jahre alt. Damit bin ich Need for Speed gefahren. Und damit fliege ich auch meinen Flugsimulator. Na? So, also, los geht's. Schauen wir mal, wir dürfen nicht vom Weg abkommen. Da liegen Klamotten rum. Ah, die bleiben schon mal stehen. Das ist hilfreich. Und jetzt sieht man auch, warum die Getriebeübersetzung-Anpassung so wichtig ist. Ja? Kickt jetzt mal Tombi an. Kann nicht mal einer klippen, bitte? Wie das Auto gefahren ist gerade? Meiner übersteuert. Also das Tuning müssen wir noch mal ändern. Oder ich habe einen Bug drin. Das kann auch sein. Und wie gesagt, wenn ihr Kolonne fahrt, habt ihr diese komische KI, die wir hier erleiden müssen, nicht. Ja? Bei der Kolonne gibt es zum Beispiel keinen Gummibandeffekt. Ja? Und der sorgt ja hier dafür, dass wir sehr viele Probleme haben im Solo-Bereich. Und die KI praktisch auch nicht aus Spaß Cheater-KI heißt, wie man eben bei dem Auto von Tombi gesehen hat. Ja? Mit dem da, ja? Der so viel Buffs hat. Kick mal, die beschleunigen. Könnt ihr das sehen? Wie Radlerauge in der Luft beschleunigt. Ja, ist natürlich klar. Ja, ich meine Radler, wenn man ordentlich Chili isst, dann kann es durchaus sein, dass meine Luft auch schneller fliegt. Logisch, gerade wenn es Chili von meiner Frau ist. Was ja super schmeckt. Aber es ist normalerweise einfach nicht möglich. Ja? Man kann in der Luft nicht beschleunigen. Ja, das geht einfach nicht. Kick mal, wie der abzieht. Ja? Und dieser Schwachsinn,
Das nennt sich eben Cheater-KI und das habt ihr in der Kolonne nicht. Ja, und deshalb schimpfe ich immer so oft und viele sagen, eine Kolonne ist ja alles ja nicht. Ja, ist ja richtig, weil die Kolonne-KI eben fairer ist. Ja? Und das sieht man hier eindeutig. Ne? Es gibt so ein paar Rennen, ja, wo das eindeutig ist, dass die KI hier cheatet. Ne? Moment. Nee. Okay. Halt! Was ist denn nur jetzt? Muss ich da mal zurückspulen? Aber hat die Taste festgehangen gerade? Na, ich muss die Tastatur mal sauber machen hier. Also, wenn man, wir gucken uns den Clip dann gleich nochmal an, ne? Aber er fährt doch sehr komisch hibbelig, ne? Und das ist schon sehr lustig. Ich schicke die Clips dann immer ein an meinen Kontakt bei Playground Games da. So, hier auch wieder, meine Automatik schaltet nicht runter. Ne? Das ist der sogenannte Automatik-Bug. Wenn du irgendwo aus einem höheren Gang irgendwo reinschlägst, dann schaltet die Automatik nicht mehr zurück. Ja, du musst dann kurz die Handbremse antippen, um den Gang wieder runterzukriegen. Und da fehlt ja natürlich schlagartig Performance. Ne? Das ist klar. So, und hier zum Beispiel, wir haben Rallye-Reifen und einen sehr guten Grip. Ja? Und ich muss wirklich die Geschwindigkeit massiv abbauen, um hier in die Kurve reinzukommen. Ja? Und die KI, ja, hat mit der Kurve auch nicht das geringste Problem. Im Gegenteil, die beschleunigen auch in aller Luft. Ne? Kennen wir ja. Und das nennt sich in einem Solo-Bereich Cheater-KI. Ja? Wer das also nicht wusste, was das bedeutet, jetzt wisst ihr das. Doch guck mal, wie die hier abziehen. Ja? Und das ist faszinierend, wie das geht. Ja? Dass die hier einen Performance-Schub kriegen, der sich hier waschen hat. Ja, auch vom Grip her, ja. Wir haben wirklich einen Grip. Also hier schaltet meine Automatik wieder nicht runter. Ich muss mit den Bremsen gehen. Muss also vorher irgendwie bremsen. Und das ist sehr anstrengend im Solo-Bereich. Also sobald du hier irgendwas triffst, kann dir das, wie gesagt, passieren, dass deine Automatik festhängt in dem Gang, in dem du dich gerade befindest. Du musst dann die Handbremse kurz anzippen, um praktisch aus dem Gang wieder rauszukommen. Und naja, das Rennen können wir vergessen hier. Ja. Das müssen wir normal fahren. Dann müssen wir das Tuning nochmal ändern. Das funktioniert so nicht. Haben wir keine Chance. Ja. Na gut. Max, mein Lieber. Moin. Diese Schübe gab es zwar nicht in NFS Underground, aber die KI hat dann Anpressdruck und Gewicht des Formel 1 Autos. Gerade im Grip-Bereich. Ne? Im Offroad-Bereich, im Straßenbereich kann man das noch ein bisschen erklären, aber im Offroad-Bereich, ne? Das Auto hat die Bremslichter an und beschleunigt. Das ist ein sehr, sehr netter Fehler von der KI zum Beispiel. Ja? Und hier zum Beispiel, ja, die KI fährt mit dem gleichen Auto, was wir haben, ja, eine Rundenzeit von 2,12, also 8 Sekunden schneller. Ich bin in den Rivalenlisten bei Offroad unter den besten 1% weltweit. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja? Und das ist, wie gesagt, im Kolonnenbereich, das bleibt euch im Kolonnenbereich erspart. Ja? Und für jeden, der also sich überlegt, warum Solospieler so viel schimpfen, genau deshalb. Ja? Und das ist die Cheater-KI. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir die Cheater-KI knacken. Wir starten mit also neu da drin und wir müssen im Tuning noch ein bisschen verändern. Der ist hibbelig, der Junge. Muss da im Tuning noch was ändern. So, wir gehen hier mal wieder runter. Übersetzung kann so bleiben. Warte mal, hier gehen wir mal ein bisschen runter, dass der schneller auf Drehzahl kommt. Der hat im unteren Drehzahlbereich keine Leistung. So, und dann werden wir hier den Gang wieder verkürzen, damit wir ein bisschen mehr Drehmoment kriegen. Ausrichtung kann so bleiben. Ne, wobei, nee, warte mal. Wir gehen hier mal ein bisschen zurück. Und hier...
Gehen wir mal auf 4-5. Panzerfan, hast du eine Karte? Sehr schön. So, Federn können wir ein bisschen weicher machen. Mit einer Zugstufenhärte können wir ein bisschen runtergehen. Das können wir so lassen. Das war ja ganz gut so. Differential gehen wir noch mal ein bisschen runter. Und hier gehen wir 68 hoch. So, so übernehmen wir das mal. Mal probieren wir noch mal. Möglicherweise war ich noch gar nicht... Wo ist die Woche? So. Also schön, dass ihr da seid, meine Lieben. Und wie gesagt, wir werden heute nicht so lange machen. Ich werde pünktlich Schluss machen, damit ich dann zu... zu Walle als Zuschauer gehen kann. Horizon Zero Dawn lädt er ja schon vor und da bin ich auf jeden Fall Zuschauer. Wir werden also pünktlich Schluss machen und dann mal gucken. So. Johnny Wanner steht wieder quer hier. Nee. Also wie gesagt, der Civic ist ein reines Straßenauto. Der hat im Offroad-Bereich eigentlich überhaupt nichts zu suchen. Und... wie kriegen wir den hin, dass wir die knacken? Allerdings... was hat denn Johnny Wanner für ein Auto? Warum steht denn ein Foto? Der Turbo von 2018, okay. Dann fahren wir oben rum und nehmen mir die Außenseite. Und Tombi ist wieder vorne. Und auch hier wieder, ne? Quietschende Reifen auf Sand. Finde ich faszinierend, dass das funktioniert. Genau, Forbidden West. Richtig. Da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Weil ich glaube, das Gameplay von Balle, von Horizon Zero Dawn und Forbidden West wird mit eins der Beste sein, was man kriegen kann. So, Johnny Wanner feuert wieder vorbei mit seinem Porsche. Mit einer unglaublichen Performance. Das ist unfassbar. Auch hier wieder, ne? Walle. Schöne Beschleunigung drin, mitten in der Luft. Geil. Also es gab, wie gesagt, gestern einen Hotfix und ich habe den Eindruck, dass sie die KI noch schlimmer gemacht haben. Noch härter gemacht haben. Ich bin gestern, wie gesagt, einige Sachen Probe gefahren. Und ich hatte den Eindruck, dass die KI noch beschissener ist als vorher. Ich kann das nicht anders ausdrücken. Weil wenn ich mir das hier so ankicke, ich bin nur bestimmt nicht doof, was Tuning betrifft. Ja? Und ich bin bestimmt auch kein schlechter Fahrer. Aber das hier, das hat nichts mehr mit fairer und vernünftiger Fahrweise zu tun. Ja, dass die KI dermaßen übervorteilt ist. Ja. Ein Grip, gerade hier im Offroad-Bereich, an Tag legt, der unfassbar ist. Ja. Wie gesagt, wir haben Rallye-Reifen. Ja, und ich stehe voll in der Bremse und die ziehen hier um die Kurve rum und haben überhaupt hier, die Walle, ja, haben überhaupt kein Problem mit Grip in der Kurve. Und das ist einfach nur unfassbar schlecht. Und es wird dazu führen, auch bei mir, dass ich dieses Spiel über kurz oder lang nicht mehr spielen werde. Weil das ist einfach unmöglich und die Entwickler brauchen
einen Schuss von Bug, weil sowas geht einfach nicht. Ja? Ihr könnt es ja mal vergleichen. Walle fährt ja, glaube ich, auch gerade Forza. Was die KI bei Walle für eine Zeiten schafft. Ja? Also bei uns war die Bestzeit von Radlauge hier eine 2.12. Ja? Also, das ist schon sportlich, oder? Also wie gesagt, im Solo-Bereich gibt es zwei Probleme. Es gibt einen Fehler, der ist seit Anfang an drin, aber es hat offensichtlich keiner Bock, den auszuarbeiten. Und zwar, die KI, die Idee der KI, die auch bei Forza Motorsport 5 zum Beispiel drin war, ja, da war der Fehler aber nicht dabei, ist ja, dass die drei Vatare, ja, nach den wirklichen Fahrweisen der Personen, die hinter diesem Namen dieses drei Vatars stecken, praktisch erstellt werden. Das heißt, so wie Walle fährt, wird die KI getrackt und so sollte der Drei-Vatar hier auch arbeiten. Ja? So war die Idee. Wäre eine geile Sache, dass er trotzdem, trotz dass der Mensch nicht da ist, praktisch gegen seine Fahrweise fahren kann. Ja? Was ist aber passiert? Im Solo-Bereich hat das den Einfluss, dass wenn ein Drei-Vatar fährt, die KI-Berechnung, die dann praktisch tracken würde, wie dieser Fahrer wirklich fährt, nicht mehr unterscheiden kann, ob die Person selber fährt oder ob der Drei-Vatar fährt. So, und jetzt ist eine Mathematikfrage. Wenn dieser Drei-Vatar jetzt gewinnt, ja, sagt die KI-Rechnung, die diese KI hinter diesem Drei-Vatar erstellt, okay, der fährt sehr gut, wir können den seine Werte anpassen. Fährst du dasselbe Rennen jetzt nochmal, wird der Drei-Vatar besser, als er sowieso schon ist. Und das ist Kaya passiert. Kaya ist ein Rennen 10-mal gefahren. Zum Schluss hat die KI eine Rundenzeit von 48 Sekunden und er war fast 6 Sekunden langsamer. Und hat trotzdem noch geschafft, ein Tuning hinzubasteln, wo er mit der die hat gerade so hat schlagen können. Und wer Kaya kennt, Kaya ist nur wirklich keiner, der schlechte Tunings baut oder beschissen fährt. Ja? Und da habe ich ihm das kurz erklärt. Er hat dann an das Rennen gefahren, hat das Rennen nochmal gestartet und auf Anhieb gewonnen ohne Probleme. Ja? Und diesen Fehler, der potenziert sich mit der Tatsache, dass es eine, zu Kaya komme ich gleich noch, da müssen wir ein bisschen helfen bei ihm, mit der Gummiband-KI. Die Gummiband-KI wirkt bei Forza Horizon im Solo-Gameplay, nicht im Kolonnen-Gameplay, im Solo-Gameplay so, dass die ersten 30 und die letzten 30% des Rennens, dass die KI eine bestimmte Buffs kriegen. Zum Beispiel Gewichtsreduzierung, Grip positiv, Endgeschwindigkeit, ja. Werden sie ein bisschen angehoben, sodass du effektiv beim Start mit, ich habe ein Rennen erstellt, ja, ich setze das fort, weil ich habe auf diesen Quatsch hier keinen Bock mehr, weil das ist ganz, sag ich ganz ehrlich, weil das ist so nicht fahrbar, aber wir machen gleich noch, wir kicken gleich, wie wir das Rennen hier gewinnen können. Ich zeige euch mal also ihr seid bestimmt auch Stormy, du bist bestimmt kein schlechter Fahrer. Ja? Und jetzt gibt es hier ja die Tiro-Rennen. Und ich habe mit eine Blaupause erstellen können, mit Hilfe von Blackout Games, ja? Die ich hier hinterlegt habe. Die heißt KI-Test. Ja? Hier in meinem Tiro Prospera Rundstrecke. An diesem Rennen tritt im Solo-Gameplay die Kombination aus dem Gummiband-Effekt und aus dieser Cheetah-KI extrem zum Tragen, sodass du auf unschlagbar nahezu keine Möglichkeit hast, dieses Rennen zu gewinnen. Unter einer Voraussetzung, wenn alle die gleichen Autos fahren. Und genau so eine Blaupause durfte ich hier erstellen. Und zwar wirkt die so, ja, dass hier, Moment, Solo. Ja, Meisterschaft kannst du abbrechen. Meine Kreation. Und hier gibt es von Ken Kuscher KI-Test unschlagbar. Diese Blaupause ist so nicht erstellbar. Effekt ist, dass das Auto, was ihr hier nehmt, es ist nur ein und zugelassen, ne, der Nissan Pulsar auf 700. Das Tuning, was ihr hier nehmt, fährt die KI auch. Und die Schwierigkeitseinstellung, die ihr hier fahrt, fährt die KI auch. Das heißt, in dieser Blaupause ist sichergestellt, deshalb könnt ihr die so nicht erstellen, ja, dass alle absolut identische Voraussetzungen haben. Ja? Das heißt, wenn ihr unschlagbar fahrt mit Traktionskontrolle, fährt auch die KI unschlagbar und Traktionskontrolle. Ja? Wenn ihr bestimmtes Tuning habt, mit bestimmten Reifen, fährt die KI exakt das Tuning, was ihr auch nehmt.
Ja, also in dieser Blaupause fahren alle exakt mit den gleichen Einstellungen und mit dem gleichen Auto und dem gleichen Tuning. So. Und diese Blaupause ist mittlerweile so 2000, 3000 Mal gefahren worden, bis heute. Ich habe ja die Statistiken von Blackout Games. Ist es noch niemandem gelungen, dieses Rennen zu gewinnen? Noch niemandem. Es geht doch nicht. Ja, weil eben hier diese Sachen so zum Tragen kommen. Ich kann euch zeigen. Wir fahren die mal. 5 Runden. Ja. 700er. Wir nehmen mal den vom Wasserfan hier. Ach nee, wir nehmen mal den Straßentuner. Ja. Und auch Bekanntere sind dieses Rennen gefahren und haben es nicht geschafft, die KI hier zu schlagen. Und das ist ein Test für die KI. Und solange dieses Rennen unschlagbar ist, ist Forza Horizon für mich eines der schlechtesten programmierten KI-Games, was es gibt. Im Racing-Bereich. Weil eben im Solo-Bereich, ich hatte es schon erwähnt, ich habe den Eindruck, dass Playground Games, wie gesagt, Forza Horizon weghaben will und sich nur noch auf Forza Motorsport konzentriert. Ne? Als Multiplayer-Game und Solo-Gameplay im Prinzip ignoriert wird. So kommt es mir vor und ja, da ist egal, welche Einstellung ihr hier macht, bei den Schwierigkeiten, die wird von der KI 1:1 übernommen. Ja? So ist dieses Ding gebaut und ja, wir fahren das mal. Sind 5 Runden, das ist easy, wir werden haushoch verlieren. Allein beim Start werdet ihr schon sehen, was hier passiert. So, wir haben, wie gesagt, alle genau das gleiche Auto. Ja. Der Start ist besser als sonst. Und jetzt fangen sie an wegzuziehen. Ja? Wir haben, wie gesagt, die gleichen Voraussetzungen. Ich stehe voll in der Bremse. Ja? Hab keine Chance, hier irgendwie zu bremsen. Und die KI zieht hier um die Kurve und bremst in einer Geschwindigkeit, dass sich gewaschen hat. Ja? Und das ist dieser Buff, der herkommt. Ja? Ich stehe voll in der Bremse. Und hier ist Charlie 2, zieht wie auf Schienen an mir vorbei. Mit dem gleichen Auto, den gleichen Tunings, den gleichen Einstellungen. Ist sehr schön. Und wenn man beachtet, dass es, wie gesagt, identische Einstellungen sind, dann ist es schon sehr interessant, was hier passiert. Alleine, wenn man sich anguckt, wo die Schlange jetzt schon ist mit den Leuten. Ne? Und ich ziehe schwarze Streifen auf der Kurve, in der Kurve. Ja, das heißt, meine Reifen sind vom Grip her überlastet. Ja? Und ich fahre eigentlich zu schnell in die Kurve. Und die KI ist teilweise schneller und hat keine rauchenden Reifen, hat keine Radierstreifen in der Kurve, gar nichts. Ja? Und das ist eben dieser Buff, den die KI kriegt. Und der geht bis zur Runde 2 bei 40-50% ungefähr. Dann hört dieser Buff auf. Und bei Runde 3 bei 70% ungefähr fängt er wieder an. Ja? Und ich halte die jetzt hinter mir, nur weil ich eben wie ein Wandschrank fahre und die nicht vorbeilasse. Ja? Hier, ja? Meine Kurven radieren und die ziehen vorbei ohne Probleme, haben kein Problem mit Bremsen, ja nicht. Und das ist praktisch dieser Gummibandeffekt und dieser KI-Bug, der hier hinter steckt. Und wenn du das Rennen jetzt hier 10-mal fährst, wird die KI immer besser. Die Rundenzeiten der KI werden sich von den ersten 2 Fahrern immer verbessern. Ja. Und das ist genau dieser Haken. Ja, kick dir den mal an hier. Ja? Stadtaffe. Ja. So, jetzt hört dieser Buff ungefähr auf. Jetzt müsste ich an dem Punkt sein, wo ich an Stadtaffe zum Beispiel dranbleiben kann. Ja? Dass er mir nicht mehr wegfährt. Und solange das Problem hier nicht behoben ist, ist dieses Spiel faktisch tot. Weil so brauchst du Solo nicht spielen, wenn du eine KI hast, die du einfach nicht schlagen kannst. Egal wie du fährst, und das macht keinen Spaß. Und das war bei Forza Horizon 4 nicht so. Schade. Hätten sie die KI aus Forza Horizon 4 1:1 übernommen, wäre das geilste Spiel geworden. Ohne Probleme. Das hätte nach wie vor Probleme gehabt, aber die wären minimal gewesen, sodass sich keiner darüber aufregt. Mittlerweile ist es so, dass viele immer mehr Lust verlieren, dieses Spiel zu spielen, weil es immer mehr Bugs gibt, immer mehr Fehler gibt, und die Hauptgründe, die Hauptfehler, die den Spielspaß praktisch drücken,
ja, nicht behoben werden. Und das ist schade. Und das hat das Spiel eigentlich nicht nötig. Na? Und ich fahre, wie gesagt, fast die gesamte Zeit Vollgas. Bis auf die Kurven natürlich. Und ich habe keine Möglichkeit, an dem Führerfeld hier im Führungsfeld dabei dran zu bleiben. Und ich bin mit dem Auto in Forza Horizon 4 sehr, sehr, sehr viel gefahren. Ja. Mit allen möglichen Tunings. Da habe ich ein paar Meter-Tunings erstellt. Die waren fast unschlagbar in der Klasse, ein 700er zum Beispiel. Und ich bin ja selber gefahren. Nur die Limousine davon. Mit einem anderen Motor, aber den Sunny bin ich ja selber gefahren, 12 Jahre. Ich hatte da drin einen japanischen Sportmotor, ein 1,6 Liter mit einer elektronisch gesteuerten Kompressor drin. War schön. Ein nettes Auto. Konnte schön mit GTIs mit verarschen. Die fahren das hat 260 ungefähr, die Kiste. War nett. Aber damals habe ich gehört, über Luftwaffe, da hat Geld noch keine Rolle gespielt. Oder Rolle schon, aber Super Plus war da nicht das Problem. Na, eher. Ich muss richtig runterbremsen in der Kurve, damit ich überhaupt in der Spur bleibe. Und ich bin der Einzige, der in der Kurve hier radiert. Ne? Ist natürlich klar, ohne Traktionskontrolle und so radieren die Reifen natürlich erheblich schneller. Wenn ich jetzt ABS auch noch ausschalten würde, dann hätte ich noch ganz andere lustige Schichten hier. Ja. Standardmäßig hatte das Auto ja auch kein ABS. Kein ABS, keine Airbags. Deshalb habe ich es ja auch verkauft, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Oder verkauft, wir haben jetzt ein neues Auto gekauft. Ich gebe Vollgas übrigens, ne? Und wie ich es gesagt habe, vierte Runde, 75%, greift der Buff wieder. Ne? Bin jetzt im Windschatten, deshalb ziehe ich mich ran an den. Stehe voll an der Bremse und guckt euch mal an, wo der langfährt. Ja? Und also das ist dieser Faktor, der jetzt greift. Und das ist diese sogenannte Gummiband-KI-Kombination, die bei identischen Voraussetzungen dazu führt, dass du nicht ansatzweise eine Chance hast zu gewinnen. Ja. Und wir sind Letzter. Wie immer. Ja. Man kriegt mal, wie der wegzieht. Wie gesagt, mit dem gleichen Auto. Ja. Und dafür ist, wie gesagt, diese Blaupause hier da. Ja. Jeder, der es nicht glauben will, kann es gerne mal fahren. Und dann die Blaupause mal mit der Kolonne fahren und dann den Unterschied feststellen. Ja. Und wenn man eine Kolonne fährt, 50% Kolonne, 50% KI zum Beispiel. Ja? Wenn man natürlich nur mit Kolonne fährt, hat man ja keine KI. Klar, dann tritt der Fehler auch nicht auf, logisch. Wenn man nur gegeneinander fährt, wenn man nur Gegner drin hat, ja, dann tritt ein Teil dieser Fehler im Kolonnenbereich nicht auf. Ne? Dafür ist diese Blaupause hier da. Und wie gesagt, bis jetzt hat es noch niemand geschafft, dieses Rennen zu gewinnen. Und 90% aller Leute, die dieses Rennen gefahren sind, das sind über 3000, 2800 waren es vorige Woche, sind auf Platz 12 ins Ziel gekommen. Ja, und das ist eine eindeutige Aussage zu der KI. Ja, die KI ist auf einen Schlag beigestellt, klar. Ja, weil nur da tritt dieser Buff extrem auf. Und da muss dran gearbeitet werden. Das geht so nicht. Ja. Das macht keinen Spaß. Ja. Und das ist genau das Problem. Und ich bin bestimmt kein schlechter Fahrer. Ja. Also, wie gesagt, das ist die Cheater-KI. Ja. Wer es also nicht glauben wollte, ihr könnt es gerne ausprobieren. Ne? Der ist im anderen Bereich tätig. Der gibt es immer weiter, aber der hat mit der Spieleentwicklung direkt nichts zu tun. Möchte ich auch gar nicht. Wenn ich was melde, mache ich das über die offiziellen Kanäle. Ich gebe es ihm trotzdem, damit das intern weitergibt. Er ist aber, wir haben uns durch Zufall kennengelernt. Ich wusste nicht, dass er da arbeitet. Ja? Wir haben uns mal auf dem Taikai kennengelernt. In Italien haben wir zwei, glaube ich, eingeladen. Und ich habe den vom Kampfsport schon ewig in meinen Kontakten. Ja. Ich wusste aber nicht, dass er da arbeitet. Ja. Ich habe nur sein Gamertag-Projekt irgendwann erwischt und seitdem sind wir wieder in Kontakt. Und also wie gesagt, meine, und das ist meine persönliche Meinung, auch hier, was hier dazu hindeutet mit dem Speicherbug. Ja. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Ja. Und hier nochmal, ja, die beste Rundenzeit ist 1:17.149. 1:17.149. Das merken wir uns mal. Ich komme gleich zu. Stormwell, ich will euch dann noch mal zeigen. 1:17.149. Das merken wir uns mal.
Ja. Wir nehmen mal eine 1,17. 1,17,0. Ja. Okay. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, wenn ihr noch kurz reingucken kann, was die beste Rundenzeit war. Jetzt gucken wir mal, was diese Zeit im Rivalenmodus bedeuten würde. Ja. Vorausgesetzt natürlich mit diesem Auto. Ja. So, hier gehen wir mal rein. Und das finde ich zum Beispiel auch wieder schade. Das war, gut, die 4 Sekunden, die können wir jetzt knacken, knicken, ja, logisch, ja. So. Also alles unter Minute ist Schwachsinn. Ja. Das hier kannst du alle deine Pfeife rauchen. Ja. Und wie gesagt, ich bin unter den besten 1% weltweit. Wir gehen mal dahin, wo ich bin. So, ich bin hier mit der Fairlady von 2003, bin da 1,13 gefahren. Das ist realistisch. Ja. Die ist mit selber auch geknackt worden, mit dem Alpine zum Beispiel. Ja. Die 1,17, die ist dann hier unten. Ungefähr hier müsste die sein. 1,18. Auch dass sie so eine einfache Listendarstellung wie hier nicht hinkriegen, ja, ist mir auch unbegreiflich. Also, ja, ist ja nur eine Excel-Tabelle im Prinzip, ne? Mehr ist es ja nicht. Wird ja möglich sein, dass man das hinkriegt. Eine 1,24. Bist wieder da, sagst du? Okay. Eine 1,21. Ja, also kriegen sie offensichtlich auch nicht hin, ne? Einfache Datenmarkabfrage hier. 1,21. Also da landen wir schon ziemlich weit oben mit der 1,16. Ne? 1,17,9. Hier haben wir sehr langsam. Also da sind wir locker bei den besten 5.000. Ja? Und da muss ich sagen, das ist einfach nur lächerlich. Richtig. Ja. Wenn ich eine 1 mit so einem Auto, ihr sagt, hier sind Ferraris zwischen, mit dem Nissan Pulsar, mit diesem Tuning, ja, ist es absolut unrealistisch, so eine Sachen zu bauen. Und lächerlich ist, wenn er jetzt den Stream nicht ausmacht. Hätte hat, wenn das ein ernst gemeinter Spruch ist, dann such dir einen anderen Stream. Ganz ehrlich. Wir kennen das Glück lange noch, oder? Und ich hoffe, du meinst es lustig, aber wenn das ein ernst gemeinter Stream ist, Hednut, dann finde ich den nicht schön. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass mich so eine Sprüche treffen. Ja, ich bin kein Mensch, der Sarkasmus irgendwie lustig findet. Ja. Okay. Hab mir das schon gedacht, Hednut, aber für dich oder für euch zur Erklärung. Ich laufe seit 2008, wie gesagt, ziemlich an der Grenze von meiner Leistungsfähigkeit rum. Und ich kriege öfter so eine Nachrichten. Auch das trifft. Teilweise sehr unschön. Das ist auch der Grund, warum ich bei InvertMaster nicht in der Kolonne fahre, weil da eine sehr unschöne Nachricht kam. Ja. Der hatte zwar recht, aber man hätte lieber schreiben können. Keine Sorge, keiner von euch kennt den. Ja, ich kannte den selber nicht, aber er hat die getroffen. Und deshalb fahre ich auch nicht mehr in der Kolonne mit. Obwohl es eigentlich Quatsch ist. Ja. Aber ich bin immer so ein Mensch. Und deshalb, wenn Erasmus oder so, und dann ist das in Ordnung, dann weiß ich, was ihr meint. Aber mich trifft sowas. Gerade wenn es stimmt. Und du hast recht. Ja. Normalerweise müsste ich das Spiel jetzt ausmachen und löschen. Ich mach's nicht, ja, weil das das Einzige ist, was ich noch habe. Ich habe nichts anderes mehr. Ich kann nicht arbeiten gehen. Ja, ich kann keinen Sport mehr machen. Alles, was ich habe, ist mein Rechner. So, und Forza ist ein Spiel, wo ich abschalten konnte bis jetzt. Ja, und so eine Scheiße versaut einem den Spaß. Ich habe mittlerweile kein Spiel mehr, was ich spielen kann, außer den Flugsimulator, den von euch keine Sau interessiert. Ja. Wenn ich den streame, habe ich zwei Zuschauer, nämlich mich und mein Bot. Verstehe ich aber, weil es langweilig ist. Ja. Ich habe mittlerweile kein Spiel mehr, was ich spielen kann, um meinen Kopf auszuschalten. Und deshalb trifft dieser Spruch gerade so, weißt du?
Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade von Playground Games, dass die sich um so eine Sache nicht kümmern. Ja. Sie sagt Kolonne und genau da liegt eben das, was du gerade geschrieben hast, Stormrider vorne. Ne? Das war das mal so jetzt erledigt. Und ich habe den Eindruck schon seit langem, dass der Fokus geht auf Multiplayer. Ja? Jeder hat mitgekriegt, dass Formel 1 und die ganzen Multiplayer-Games, die Multiplayer-Racing-Games praktisch durch die Decke gehen. Ja? Hatte ich vorhin schon erklärt, ist logisch, die Leute hängen alle zu Hause durch die Pandemie und wissen nicht, was anzufangen. Ja, keiner kann mehr irgendwie in eine Kneipe ein Bier trinken. Ich mit Micha zum Beispiel auch nicht. Ja, Micha, er hier zum Beispiel, der dafür gesorgt hat, dass mein Auto zum Beispiel wieder TÜV hat und hat das übrigens auch bezahlt. Das hätte ich mir den TÜV ja nicht leisten können. Vielen lieben Dank mal lieber dafür. Und die hängen nur noch zu Hause und deshalb sind diese Multiplayer-Games natürlich so gefragt gerade. Ja? Und Forza Horizon im Solo-Gameplay ist von der Programmierung her natürlich aufwendig, weil es vollkommen unabhängig von der Multiplayer-Geschichte läuft. Ja? Sind andere Zugangsserver, bla bla bla. Logisch. Ja? Insofern ist es aufwendig. Und Forza Motorsport ist im Prinzip auch ein Racing-Game. Allerdings im Multiplayer-Bereich. Ja? Also, dass ich tatsächlich den Eindruck habe, dass Forza Horizon 6 nicht mehr geben wird. Das ist meine Meinung. Ja? Also, momentan sieht alles danach aus, dass es Forza Motorsport weitergeben wird. Oder die Forza Motorsport-Serie. Aber Forza Horizon so in der Form nicht mehr weitergeführt wird. So habe ich den Eindruck. Ne? Und das ist, da deutet viel darauf hin, zum Beispiel diese Sache hier mit der KI. Ja? Und auch dieser Game-Breaking-Bug, den ich wie nenne, der dafür sorgen wird, dass wir spätestens, sagen wir mal, im Viertel bis im halben Jahr keine Tunings mehr speichern können. Ja? Warum? Ist ganz einfach. Ich habe jetzt, wir können es ja mal machen, ist relativ einfach euch zu zeigen. 192 freigegebene Tunings. Ja. Übrigens, meine super Designs sind fast 2800 mal runtergeladen worden. Nur mal so dazu. Ja. Die Blaupause wird bei mir übrigens nicht gelistet. Ja. Diese 3000, die existieren hier nicht, weil es eine Blaupause, die ich zwar erstellt habe, ist, aber die wird bei mir nicht registriert. Ja. Nicht wundern. Ich habe 192 Tunings. So, jetzt haben wir gerade hier von dem Sunny Tuning. So, da gucken wir mal rein. Jetzt suchen wir mal meine Tunings für dieses Auto. Ja, das sind vier Stück. Merken wir uns mal. Vier Stück. Ja, klar. Ja, aber auch wenn die Tendenz da war, ja, Forza Horizon 4 war ein Game, da konntest du abschalten. Ja, ich habe über 100.000 Ingame-Kilometer in dem Spiel. In Forza Horizon 4. Überleg dir das mal. Gut, ich kann draußen nicht mehr Auto fahren. Ich fahre draußen nur im Notfall. Ich bin vorher ja 500 Kilometer gefahren. Ja? Deshalb habe ich auch kein Problem damit, so eine alte Kiste hier stehen zu lassen. Weil ich fahre nur noch im Notfall. Ja? Auch durch meine angebrochene Nick. Wenn mir noch mal einer hinten rinfährt, fällt mein Kopf einfach ab. Ja? Ist einfach so. Pech. Also riskiere ich es nicht. Im Berliner Stadtverkehr schon ja nicht. Ja? Und mit dem alten Mondeo bist du halt freiwillig auf der Straße. Ist klar. Ja, logisch. Und hier bei dem Spiel kannst du einfach, bei Forza Horizon 4 kannst du einfach fahren. Ja, wie ich zum Beispiel gemacht habe, meine Kultautos, auf YouTube gibt es ja die Serie, ja, wo ich einfach mit verschiedenen Autos alles ausgeschaltet, einfach nur rumfahre. Ja. Und mit selber schalten, im Cockpit-Modus und. Kann man alle, du konntest bei Forza Horizon, kannst du ja auch noch. Ja. Das haben viele gemacht. Da haben sich Leute für Drift-Events getroffen. Da haben sich Leute getroffen für dit und dit und für Tuning-Treffen und Design-Treffen und weiß ich was. Ja? Das steckt ja auch alles in Forza Horizon drin. Wir haben ja nur bloß unsere Sachen, die wir jetzt hier spielen in der Community mit den Racing. Ja? Gibt aber viele andere, die das noch komplett anders machen. Die machen reine Offroad. Kaya zum Beispiel, ja? Der Liebe, der hat die Grand Prix-Strecken nachgebaut im Event Lab hier in Forza Horizon. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ja? Und dieser Bug, den ich hier jetzt, wie gesagt, habe, sorgt dafür, dazu müssen wir mal ein Haus gehen. Also, wie gesagt, vier Tunings sind hier zu sehen. Na? Jetzt gehen wir mal ein Haus. Wo ist mein Haus hier? Hier oben. Da kann ich euch jetzt zeigen. Und umso mehr diesen Bug melden, vielleicht kommen sie noch auf den Trichter, dass es das eventuell möglich wäre, dass man den eventuell noch beheben konnte. Ja? Weil der wird zum Tod des Spiels führen. Das ist nämlich nicht anders möglich. Ja? Und Leute, die Need for Speed kennen, wissen das, was da passiert. Dann hören die Leute nämlich einfach auf, dieses Spiel zu spielen, weil es gar nicht mehr geht. Ja? Also, wir haben eben über die Suchfunktion
vier Tunings von mir gefunden. Ne? So. Für dieses Auto existieren vier Tunings. Ne? Eins vom 9.11., vom 9.11., vom 9.11. und vom 18.12. So. Hier sind meine Tuning-Einstellungen für dieses Auto. Hier sehe ich nur noch drei. Huch. Und hier sehe ich auch einen 600er. Vom 27.11. Habe ich nicht geteilt. Hier habe ich also... Ist das überhaupt meins? Ne, ist ja nicht meins, siehst du? So, das ist ja nicht meins. Hier sehe ich nur zwei Tunings. Eins vom 9.11. und eins vom 18.12. Die beiden anderen vom 9.11. sehe ich überhaupt nicht. Wie kommt das zustande? Ja? Wenn ich jetzt diese Tuning, was ich hier habe, speichern möchte, weil ich irgendwas verändert habe, Radstand oder weiß ich, ja, weil er so doll radiert hat, gehe ich hier auf Einstellungen verwalten und auf Speichern. Jetzt kann ich das als neue Tuning speichern oder zum Beispiel einen alten Tuning, alten Stand überschreiben. Jetzt überschreibe ich mal den vom 9.11. Ja? So, überschreibe ich, der Dateiname bleibt der gleiche, nur das Datum wird sich ändern. Ja? Gehe ich auf Ja. Wenn ihr das auf eurem Rechner macht, ist die alte Datei weg und die neue Datei ist da. Ja? So, die alte Datei ist trotzdem, wenn alles gut läuft, noch wiederherstellbar, weil der Rechner ja intern dafür sorgt, dass nicht die Datei hardwaremäßig überschrieben wird, sondern die Datei an einem anderen Ort geschrieben wird und die Datei praktisch wiederherstellbar ist, wenn man die Versionskontrolle und so was drin hat, in Firmen zum Beispiel. Ja? Das ginge ja. So, wenn man, das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf. Ja? Gehe ich wieder auf Grip und gutes Handling und fertig. So, jetzt müsste ich nach wie vor 192 Tunings haben, die ich freigegeben habe. Ich habe kein neues Tuning erstellt, sondern nur eins überschrieben. Richtig? So. Meine Tuning-Einstellung sieht gut aus. Ne? Das hier ist weg, 18.12. Das ist zum 17.02. So. Jetzt gehen wir mal besuchen rein. Und was soll ich sagen? Ich habe plötzlich fünf Tunings. Und genau da liegt das Problem. Die Tunings, die ihr erstellt, sind nicht löschbar. Jedes Tuning, was ihr erstellt, ist noch vorhanden. So, ne? Hier ist das vom 18.12., hier ist das vom 9.11., hier ist das vom 9.11., hier ist das vom 17.02. und hier ist das vom 9.11., was ich eigentlich überschrieben habe. Ne? Es ist nicht weg. Und ich kann es nicht mehr löschen. Hier war früher ein Löschplatten da. Hier zwischen Suchen und Erstellen. Ja? Der ist entfernt worden, als dieser Bug entfernt wurde, dass man praktisch bei einem Rennen startete, konnte man über die Tuning nochmal gehen und über den Auto-Tuning könnte man zum Beispiel, wenn man 700er Rennen gestartet hat, ein 800er Tuning nachladen und die KI ist trotzdem auf dem 700 geblieben, sodass man locker gewonnen hat. Ja? Diesen Bug, wo der Bug wurde entfernt und im Zuge dieses Bugs wurde aus dem Tuning-Browser der Löschknopf entfernt, sodass man eigene Tunings löschen konnte. Und das hat genau dazu geführt, dass man hier Tunings nicht mehr löschen kann. So, und das führt jetzt, was alleine nicht das Problem wäre. Ja, dann habe ich eben mehr Tunings, die ich selber nicht sehe. Ja, die sehen eben nur die anderen. Ist nur für andere blöder, weil sie nicht wissen, welche Tunings sie laden sollen. Ja, weil nämlich der Name überall gleich bleibt. Wenn ich aber jetzt hier in mein Kreativ-Hub gehe, wir haben, wie wir wissen, 440 Tuningplätze zur Verfügung. So, jetzt habe ich 193. Das bedeutet, jedes Tuning, was erstellt wird, jedes Tuning, was runtergeladen wird, kostet euch einen Tuningplatz. Runtergeladene Tunings könnt ihr wieder entfernen. Ja? Wenn ihr aber eigene Tunings erstellt, ist jedes Tuning, was ihr erstellt, was ihr überschreibt, kostet euch einen Tuningplatz. Wir sind jetzt bei 193, 440 haben wir. Das heißt, ich werde noch 3 Monate Tunings erstellen können, dann ist das Spiel für mich tot. Es gibt keine Möglichkeit mehr, diese Tunings zu löschen. Wir haben nur 440 Tuningplätze. Ednard, du kannst, wenn ich hier die 440 erreicht habe, kann ich keine Tunings mehr laden. Und wenn ich dann ein Rennen habe, wo ich ein spezielles Auto zum Beispiel für erstellen muss, geht das nicht. Weil ich kein Tuning mehr speichern kann. Das Spiel ist dann tot. Verstehst du? Die Datenbank läuft voll. Und der Spieler selbst hat keine Möglichkeit mehr. Bitte Designs ist übrigens genauso. Und da haben wir noch mehr. Ja? Hier, der Ticker hier, der läuft. Und hier haben wir 440 Tuningplätze. Und die laufen immer weiter voll. Und wenn die erreicht sind,
kannst du keine Tunings mehr laden, keine erstellen. Du kannst dann auch keine Fremdtunings mehr laden, weil die Fremdtunings werden ja auch in deinen Speicherplatz übernommen und temporär gespeichert. Ja? Es gibt keine Möglichkeit mehr, dass du Autos laden kannst. So, du kannst dann nur noch mit vorhandenen Autos arbeiten und weder Tunings erstellen noch irgendwas anderes. Den Bug habe ich reportet am 5.11. schon, das erste Mal. Ja? Damals konnte man zwar die Tunings noch löschen, aber der Bug, dass man zum Beispiel seine eigenen Tunings nicht sehen kann, nur über die Suche praktisch noch findet, ja, der war von Anfang an da und der ist bis heute nicht behoben worden. Der ist nur schlimmer geworden, weil, wie gesagt, der Löschbutton fehlt. Und genau da liegt der Haken. Das ist ein Game-Breaking-Bug. Der wird zum Tod des Spiels führen. Früher oder später. Ja. Und die einzige Möglichkeit, wenn das dann soweit kommt, ist, die gesamte Datenbank zu löschen. Und das sage ich ganz ehrlich, wenn Forza hier die Datenbank bei mir löscht und die Tunings alle weg sind, ja, und du praktisch neu anfangen müsstest, mach ich keinen Bock drauf. Und genau deshalb verstehe ich nicht, warum dieser Löschbutton, was eine einfache Sache ist, weil er schon mal da war, nicht wieder eingefügt wird. Ja. Und das alles ist ein bisschen schwierig. Ne? Ja. Aber du verstehst Storm Rider, was ich meine. Ne? Und das alles deutet darauf hin, dass sich entweder Forza Horizon oder Playground Games und Ten Studios darauf konzentrieren, künftig ein Forza Horizon, wenn es überhaupt noch weitergeführt wird, ja, als reines Multiplayer-Game praktisch erstellt wird und der Solo-Bereich komplett hinten runterfällt, weil es keinen Menschen mehr interessiert, offensichtlich, ja, nur die 18 Millionen. Ja. Aber das macht in der Summe, führt das dazu, dass die Leute immer weiter Lust verlieren. Also die Spielzeiten werden immer kürzer. Überleg mal, wir haben in den ersten 3 Tagen 36 Stunden am Stück gestreamt, ja, und hatten Spaß dabei. Haben zwar gemerkt, dass ja KI ein bisschen schwierig ist, aber es war lustig. So. Aber umso länger du dieses Spiel wirst, umso weniger Neues kommt rein. Das ist immer das Gleiche. Ja? Du willst das Auto haben von der Playlist. Du musst hier zum Beispiel den GT4. Den GT3. Ja. Du versuchst diese blöde Liste hier zu abzuarbeiten mit mehr oder weniger Spaß. Bei Invert macht es Spaß, bei mir nicht, klar. Oder weniger. Ja. Um so viele Punkte zu kassieren, dass du dieses Auto kriegst. Und das war's. Mehr ist nicht. Ja. Und genau. Ja. Und viele haben eben bei Forza 4, da konntest du dich treffen, da hast du Spaß bei den Rennen, weil du realistische Chancen hattest, dich mit der KI zu messen. Ja, weil die wirklich fair war. Die war schwer, aber die war fair. Ja? Bei Unschlagbar war das so, dass die KI praktisch keine Nachteile hatte gegenüber dir. Ja? Bei Forza 4 ist es so, dass du ab sehr erfahren praktisch keine Vorteile mehr hast, sondern die KI. Und die kannst du nicht wegmachen. Ja? Du musst also erheblich besser sein. Oder, ja? Und diese Änderung in der KI ist, glaube ich, der schlimmste Fehler, den sie gemacht haben. Ja? Und gut, ist schwierig. Ja? Ja, ich auch. Ich spiele es tatsächlich im Hintergrund immer weiter, ab und zu. Weil, wenn ich wirklich Schnauze voll habe, wie vorige Woche zum Beispiel, wenn mein Kopf mir einfach fast hochgegangen ist, ist Forza Horizon 5 das Falsche. Weil das erinnert mich, auch wenn du das immer nur fährst, erinnert dich immer nur noch dazu, dass du hier die Rennen nicht gewinnen kannst. Und ich als schwarz-weiß-denkender Perfektionist zum Beispiel, ist das schwierig. Ja, wenn ich ein Spiel habe, in dem ich nicht zeigen kann, dass ich sehr gut bin, ja, spiele ich es nicht. Weil ich einen Zwang habe, praktisch 100%, diesen 100% Zwang. So sind eben schwarz-weiß denkende Menschen. Ja, da gibt es nur richtig oder ja nicht. Ja. Mach es oder lass es. So, wie mein Meister mal gesagt hat. Ne? Ja, mein Meister hat immer gesagt, ich will nicht, heißt ich kann nicht. Oder ich kann nicht, heißt ich will nicht. So rum. Ne? Und da kann ich die Leute sehr gut verstehen. Und deshalb auch in der Presse, dass immer wieder steht, die Leute meckern nur noch. Ja. Und ja, guck mal, alleine heute, ja, 17, 18 Downloads für Lackierung, ja, 55 Downloads für Tunings. Nur heute. Also meine Tunings müssen offensichtlich gut sein. Und trotzdem habe ich selbst mit diesen Tunings selbst bei Unschlagbar keine Möglichkeit mehr zu gewinnen. So, ist natürlich sehr lustig, ne? Aber wie gesagt, wir machen noch ein bisschen weiter. Die können wir mal machen, genau. Und jetzt gibt es ein paar Sachen. Die passen einfach nicht zusammen und da müssen sie sich langsam mal ein bisschen bewegen, sonst wird das auch bei mir dazu führen, dass ich das Spiel fallen lasse. Und mir dann überlegen muss, was ich dann spiele, ja, am Donnerstag, weil Forza Horizon 4 ist dann doch ein bisschen langweilig. Ne? Formel 1
immer im Kreis fahren, hatte ich schon erwähnt, ist nicht wirklich deins. Deine Super 7 machen wir noch, ne? Oh, den Spider, kick mal. Weg mit der Scheiße. Oh, die Shorts, die habe ich bestimmt schon zweimal. Und da helfen noch die ganzen Wheelspins, die wir geschenkt kriegen, nicht. Und wie viel haben wir hier von der Woche? Die machen wir nachher. So, ein Barsafan zum Beispiel sorgt immer dafür, dass wir immer noch ein bisschen Spaß haben. Ne? Barsafan macht nämlich Super 7 Herausforderungen. Gut, wenn es das nicht passiert, dann wird das Spiel langsam im Abgrund versinken. Welche Spielstunden, weiß ich nicht, wie viel ich hier habe, 300. Ich habe jetzt, was habe ich hier? Wo sind die Statistik hier gelandet? Meine Statistiken bei Entdeckung, nee, wo waren das? Bei Rekorde, ne? Also ich habe jetzt alleine hier in-game fast 22.000 Kilometer. Im Vierteljahr. Und jeder, der selber Außendienstler ist und 8 Stunden am Tag unterwegs ist, weiß, was das bedeutet. Wenn ich vom 5. November bis jetzt, das sind 3 Monate, 22.000 Kilometer fahre. Ja. Und das ist das, was ich vorhin meinte, ich brauche dieses Spiel, damit ich irgendwie mich ablenke. Ja. Und das ist nicht wenig. Und deshalb finde ich es so unglaublich schade, dass auf diese Sachen nicht eingegangen wird. Ne? Und da bin ich durch die Map gefallen. Da bin ich, da haben wir, da war Barca-Fan, da gibt es auch ein Video bei YouTube von, glaube ich. Da haben wir eine Super 7-Herausforderung von Johnny Wanner gemacht. Ja? Und da sind wir, musstest du sehr präzise springen. Und da sind wir an einem Baum gesprungen und sind an dem Baum durch die Map gefallen. Und das sind die 34.000 Meter. Der Drift kommt hin. Ja, aber die 34.000 Meter. Ja. Du bist echt seit Juni 8.000 Kilometer gefahren. An Forza müsste ich mal nachsehen. Also wie gesagt, ich bin jetzt in 3 Monaten in Forza Horizon 5 22.000 Kilometer gefahren. Ja. Und deshalb finde ich das unglaublich schade, dass auf diese Sachen nicht reagiert. Da bin ich nicht alleine. Ja, Kaya will ich gar nicht wissen, was hier steht. Ja. Und oder bei C, der ist ja auch schon extrem viel gefahren, glaube ich. Ne? Aber die extremen Leute. Aber 22.000 ist schon eine Zahl. Ne? Und da brauche ich mich nicht verstecken mit den Sachen. Hinterm Steuer 176 Stunden. Das ist die reine Fahrzeit. Ja? In Kampagnen, online Fähigkeiten, das ist alles. Gefahrene Strecke im Eliminator, alleine 1,1000, das ist nicht viel. Ne? Entdeckungen ist. Achso, bei Entdeckungen natürlich 58 Gebiete und die Wahrzeichen, ne? Das ist klar. Ja, das ist logisch. Wir führen Schatztruhen, 14, das ist alles da. Rekorde. Höchste Punktzahl sind 600.000. Gefahrenschild ist auch so ein komischer Sprung gewesen. Kreativhub und Telemetrie. Ja, das ist alles ganz lustig. Also in-game sind es jetzt 300, 400 Stunden oder so, die ich hier fahren mit. Ne? Und das ist schon ganz nett. So, aber zu dem Fehler, ne? Mit den Autos, mit den Tunings, sollte dieser Bug mit den Tuning-Speicherplätzen nicht behoben werden, ne? Führt es über kurz oder lang dazu, dass man keine Tunings mehr speichern kann und auch keine Tunings mehr laden kann. Ja? Und es gibt nur eine Möglichkeit, dass die Tuningplätze praktisch unendlich groß sind. Ja, dann wäre das egal. Dann ist es nur blöde, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Tuning suche über einen Tuning-Browser, ja, hier, wenn ich mal auf Suchen gehe, ja, und bei mir zum Beispiel, wenn Leute nach meinem Tuning suchen, stehen jetzt hier 3 Tunings von demselben Datum, ja, nämlich am 9.11., die gleich heißen. Obwohl ich das Tuning überschrieben habe. Ja, hier ist 9.11., 9.11., 9.11. So, welche ist jetzt das Endtuning? Für die Leute, die Tunings von euch praktisch laden wollen, gibt es keine Möglichkeit mehr zu unterscheiden, welche Tuning nur eigentlich das Relevante ist. Von heute zum Beispiel. Wenn ich heute ein Tuning zusammenbastle, haben wir ja gemacht, von dem, welches Auto sind wir gefahren? Wasserfan, hilf mir mal. Welcher war denn das? Der Supra, ne? Der Toyota Supra. Ja, der hier. So.
Da habe ich es zum Beispiel jetzt so gemacht. Du bist mal raus, Max. Bereitest dich. Genau. Fängt Invert 1 an. Invert fängt um 20 Uhr an, wa? Dann werden wir zu Invert drüber reden. Weil ich bin heute raus mit dem Kopf. Und wir fahren gleich noch die Super 7. Na? Und dann raiden wir pünktlich zu Invert drüber. Insofern. Um 20 Uhr, okay, danke dir. So, hier zum Beispiel, na, haben wir ein Tuning erstellt heute früh, weil wir den Fehler jetzt kennen. Ich habe die Schnauze voll für heute, ja, richtig. Aber nicht nur wegen dem Spiel, mir platzt einfach der Birne. Ihr müsst euch das, wie gesagt, vorstellen, du hast 14.000, du fährst auch nicht wenig, ne? Also, ihr müsst euch das, na, seit dem Unfall ist es eben so, dass durch den Genickbruch und durch meine Lendenwirbelsäule, die kaputt ist, mein Rücken ständig verspannt ist. Und der Genickbruch sorgt eben dafür, dass ich meinen Kopf permanent hochhalten muss. Ja? Ihr müsst nicht daran denken, dass der Kopf, wenn ihr lauft, ihr müsst nicht daran denken, dass der Kopf gerade bleibt. Ich schon. Ja? Wenn ich meinen Kopf entspanne, klappt der nach hinten weg. So. Und dadurch verspannen sich hier permanent die Muskeln. Und das führt eben dazu, dass ich extreme Kopfschmerzen habe, die ungefähr auf dem Level von zwischen 8 und 9,5 liegen. Von 10 möglichen. Ja? Also wenn ich mir hier so eine Tackernadel reinhaue, ist mir das ziemlich egal, weil das merke ich überhaupt nicht. Ja? Und wenn dann so eine Sachen noch dazukommen, die einen psychisch praktisch so ein bisschen runterziehen, ist schnell das Limit erreicht. Und das ist momentan so. Auch durch den Sturm und allgemein und hier Corona zu Hause wieder und weil die Schule bestimmte Sachen nicht einhält und die Kleine wieder zu Hause sitzt und eingesperrt ist in ihrem eigenen Zimmer, nur weil die Schule sich an bestimmte Voraussetzungen nicht melden, nicht halten kann oder will oder ist mir auch real. Ja, das, die Summe führt dann praktisch, und das hatte ich auch schon erwähnt, viele jammern, nennen das Jammern, das ist richtig. Aber auch das hat bei mir einen Grund, da ich ja gegen die Rentenversicherung geklagt habe, muss ich das ab und zu im Stream erwähnen, falls es zu einem Verfahren kommt, kann ich es nachweisen. Ja, dann wird, wenn es zum Verfahren kommt, werden die sagen, ja, warte, der sitzt ja auch 12 Stunden da und streamt, da kann er arbeiten. Ja, wenn ich aber in den 12 Stunden fünfmal erwähne, dass ich hier sitze und ja nicht mehr aufstehen kann, weil mir der Arsch eingeschlafen ist seit 5 Stunden. Ja, Sonntag zum Beispiel wird mitgekriegt, wenn ich nach 7 Stunden das erste Mal aufgestanden. So, wer sitzt von euch 7 Stunden auf der Stelle? Wenn ich das dann aber erwähne in dem Stream, ja, habe ich dann bei den, halt bei dem Verfahren natürlich ein Druckmittel in der Hand. Ja, klar, sitze ich jetzt 12 Stunden, aber ich habe auch fünfmal erwähnt, dass mir mittlerweile seit 5 Stunden die Beine eingeschlafen sind. Ich einfach nicht mehr aufstehen kann. Ja, ich kann einfach nicht aufstehen. Sei denn, ich muss aufs Klo, da muss ich, aber das will keiner sehen. Ja. Und sobald dieses Ding mit der Rentenversicherung durch ist, wird die Jammerei natürlich aufhören. Ja, klar. Aber solange, bisschen Verständnis, das ist eben vorausschauend bei mir, damit ich im Zweifelsfall was in der Hand habe. Ja. Solange die Schafe noch Locken haben, gibt es keinen Sturm. Ja, ihr kennt das Bild. Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Denn sehr, sehr froh hätten hat. Bei uns ballert der Sturm hier. Wir sind in so einem Eckhaus, ja, so einem Neubau-Ecke, und da pfeift der Wind von hinten so schön in die Ecke rein. Und wir haben so eine schönen metallernen Rollläden. Kann man wunderschön beischlafen. Kann ich euch nur sagen. Also hier zum den Tuning-Browser. Ja, wir haben vorhin ein Tuning erstellt. Und da wir das kennen, das Problem habe ich die jetzt so benannt. Also mehr brauche ich dazu nicht erwähnen, oder? Wir haben also hier 800 Tuning Rallye V1, ja, und Rallye Final. Ja. Also wenn ihr von mir Tunings haben wollt, benenne ich die ab jetzt immer. Die finalen Tuning ist immer ein Final hinterzulesen, damit ihr als Zuschauer wisst, welche Tuning nur eigentlich das letzte ist, das beste. Ja, denn das haben wir am Anfang erstellt, da haben wir ein paar Sachen verändert. Das Datum ist nämlich das gleiche. Ja, und dementsprechend gibt es zum Beispiel von mir, von einem Auto, bestimmt 12 Tunings. Ja, und alle heißen gleich, die ich nicht mehr löschen kann. Und ich kann die Namen auch nicht ändern. Und genau da liegt der Haken. Ja, und deshalb, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Lust, jetzt jedes Auto durchzugehen und jede Tuning nochmal neu zu speichern mit dem Bemerkung Final hinter, nur weil Forza nicht in der Lage ist, dann Löschbutton hinzupacken. Ja? Und das finde ich ein bisschen doof. Aber gut, nur dass ihr wisst, wo das besteht, solltet ihr also auch Tunings erstellen. Ja? Wäre das also clever, euch eine Namensgebungshierarchie einfallen zu lassen, damit eure Zuschauer oder eure Tuning-Nutzer wissen, welches das finale Tuning ist. Weil ihr seht genau diese Sache nicht. Ja, das sehen nur die Leute, die nach euren Tunings suchen. Der normale Mensch wie Ecke als Tuner, ja, geht ja in sein Haus und geht, wenn die Ladezeiten endlich mal fertig sind. Also mit dem haben wir übrigens locker gewonnen vorhin, ne? Überhaupt kein Problem.
Bei Upgrades und Tuning, bei meinen Tuning-Skills rein. Oh, ich habe hier nur 4. Huch. Der nächste Stream ist Sonntag. Genau. Seit denn irgendwie die Welt geht zwischendurch unter, aber das geht einfach nicht mehr auf anders. Wie gesagt, am 22.02. bin ich nicht da. Da wird mich auch keiner erreichen. Ja? Hier habe ich nur 4 Tunings. So, das 5. Tuning sehe ich gar nicht. Eure Zuschauer oder eure Nutzer, die über die Tuning-Suche gehen, sehen es aber. Und genau da liegt nämlich das Problem. Ja, ja, das geht. Das ist richtig. Da gibt es auch einen Bug. Ja, das ist ja lustig. Und also hier gibt es einige Sachen, die äußerst nett sind. So, Barca-Fan. Jetzt werden wir mal die Super 7 fahren. Die Barca-Fan, die Liebe, hat nämlich immer in unserem Discord, in der Gamer-Ecke unter Forza, erstellt sie nämlich immer, ist vielleicht für die Kolonne auch ganz lustig, Super 7 Herausforderung. So, die findet er hier. Ja, Super 7. Und da könnt ihr was erstellen, wozu man zwangsweise einen Controller braucht. Ja, und dann geht er hier rüber auf Freunde und gefolgte Ersteller. Da ist hier Mr. Raver zum Beispiel. Ja, Johnny Wanner ist da. Flawless Cowboy von Playground Games ist hoch. Ja, dabei. C hat auch ihn erstellt. Kick mal. Easy Skill Drive. Ja. Also C ist auch fleißig. Flawless Cowboy und At Night mit dem Rimac Concept 2 offensichtlich. Fahrmeisterin unter 3 Minuten und 23 Sekunden eine saubere Fahrt in dem Rimac Concept 2. So, Barca-Fan, bist du da? Die ist zum Beispiel neu. Ja, wer den Freigabecode haben will, der ist 155-094-890. Ja, steht im Discord. Also Discord, ne? Nee, das war der Merch. Hier ist der Discord. So, da ist Discord. Ja. Barca-Fan, bist du da? Hast du hier mein Tuning hinterlegt oder ist der Stock? Lade ich dann wieder bei YouTube hoch, ne, Barca-Fan? Ist da mein Tuning drauf? Ein geiler Ton. Also der Motorsound ist überwältigend. Sprünge kosten übrigens Geld. Oh. Schaden, meine ich. Wirst du merken. Ja, habe ich. Danke, ist mein Tuning. Also mit dem Tuning bin ich auf Platz 342 bei S2 998er Beschleunigungsrennen. Die fahren übrigens. Mittlerweile ist es geknackt worden. Jetzt bin ich nur noch auf Platz 1400. Aber das ist ein sehr, sehr starkes Tuning. Kann man doch Goliath mitfahren. Sprünge verursachen übrigens Schaden, ne? Aber der Motorsound ist überwältigend, oder? Also durch der geilste Motorsound, den ich jemals gehört habe. Ah, Sprung. Also bei Barca-Fan müsst ihr aufpassen, ja? Da sind öfter so eine Kleinigkeiten drin, wie Sprünge, die man nicht sehen kann. Oder macht nicht diesen, die einfach auf der Straße rumstehen. Und das ist mein Tuning hier zum Beispiel. Ja, das ist meins. Au! Scheiße. Kacke. Nochmal. Ja. Und der fährt 445. No? Danke, Barca-Fan, dass du mein Extrem-Tuning genommen hast. Damit kann man übrigens so wunderbar Goliath fahren mit dem Tuning. Und auch hier ist der Startbug natürlich zu sehen. Na, war der Sprung nicht perfekt, hä? Hey, hier bleiben, Dicker. Jason, ich lese gleich, mein Lieber.
Ich habe gerade hier so ein 400 km/h-Problem am Nacken. Ich traue mich nicht schnell zu fahren gerade. Alles klar, Jason. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns und danke für deine lieben Worte mal bei YouTube, ne? Da steht was. Steht ein Scheißhaus auf der Straße. Und mach dich diesen, die aus der Straße kicken. Sehr schön, Barterfan. Ich traue dem Braten nicht. In 400 Metern links abbiegen. Ey, komm raus hier. Ah, du hast die falsche Version erwischt. Du hast das Drecktuning erwischt. Das ist natürlich hinterhältig. Sehr schön. Einmal Zwangsschaden, auch wenn es nur minimal ist. Au! Nicht rausweichen. Ja, du hast das Dreckstar-Tuning erwischt. Das bist du für Beschleunigungsrennen. Das ist an der Lenkung eingeschränkt. Aber das macht es nur lustiger. Also sowas macht Barterfan zum Beispiel gerne. Was schreibst du? Wünsche dir schon mal einen schönen Abend. Viel Spaß bei Horizon. Ja, ich habe mein Bierchen hier und mein Talamaju. Und also wie gesagt, bei uns im Discord, da stehen die Freigabecodes von allen Events, die Barterfan erstellt hat. Ja. Und kann ich also nur empfehlen, da mal reinzugucken. Auch in der Kolonne sind die Dinger sehr lustig, weil eben ab zum einfach, man macht nicht diesen auf der Straße rumsteht. Oder eben Klamotten. Und insofern ist es sehr empfehlenswert, da mal reinzuschauen. So, was ist denn hier schon wieder passiert? Mein Twitch. Brr. Draußen ist es immer noch kalt. Pack dich mit einem neuen Merch aus dem Loot Cave. Ah, nee, lass mal. Oh, Amulu hat mir ein Abo für Fursamo geschenkt. Lieben Dank, Amulu. Und Froweda hat mir für Kaya was geschenkt. So, alles klar. Es war gut, dass du auf der richtigen Fahrschiene, auf der Autobahn. Ich habe mir schon fast gedacht, wenn ich jetzt rüberfahre, stehen da bestimmt Steine. Insofern habe ich mir gedacht, bleibst du mal gleich da und ich kenne dich ja langsam. So, jetzt muss ich mal noch schnell ein paar Karten erstellen. Barterfan, wie viele Karten brauchst du noch für Stufe 4? Also ja, ich bin bei Stream Heroes seit April 2016 ungefähr. So, hast du schon eine Stufe 4 Karte, Barterfan? Oder wie viel brauchst du noch? Hast du noch nicht, ne? Können wir Sonntag dann erstellen. Gehen wir mal raus. So, wer ist denn da? Ist der liebe Invert schon online? Also ich mache die diesmal offline fertig, alleine fertig, weil mir fehlt heute so ein bisschen die Motivation, um das noch durchzuziehen. Die Foto-Challenge kann man noch machen. Er ist noch nicht online, der liebe Invert. Ja. Zwei Stufe 3 fehlen noch. Okay, dann warten wir. So, dann kicken wir nochmal rein. Wir haben die... Also die Schatztruhe. Für die Leute, die die Schatztruhe haben wollen. Ja. Da habe ich gestern schon vorgearbeitet, weil ich das testen wollte. Hier ist die Schatztruhe. Es ist im Deutschen scheiße übersetzt. Ja. Also dieses Stream Heroes Ding habe ich noch nie verstanden. Stream Heroes ist ein Portal. Da sind die ganzen großen Streamer. Knossi, Anastasia Rose und alle möglichen. Ja? Da kannst du Karten sammeln. Ja. Da kannst du, also die, die Sammelleidenschaft haben, können da sich austoben. Ja? Mein Portal ist das hier.
Ja? Da kannst du, wie gesagt, Karten sammeln von Knossi, von allen möglichen großen Streamern, die so da sind. Ja? Wer ist da hier gerade und ja, Streams, ja? Top-Streamer. Ja? Von den Leuten kannst du hier die entsprechenden Karten sammeln. Ja? Von Dalukart und Trilox und Knossi und Anoxa und Timo und wie sie alle heißen. Also die ganze Creme de la Creme der Twitch-Community. Ja. Und meine Wenigkeit, ja, hat diesen Account hier seit 9.04.2016. Also seitdem gibt es mich schon auf Twitch. Wer kennt mich seitdem? Schweigen. Ist nicht schlimm. Ich habe zwischendurch wieder aufgehört zu streamen, ne? Und habe die alle gelöscht. Und es ist ein sehr schönes Portal. Das sind meine Karten zum Beispiel, mein Wölfchen. Ja? Und da sieht man eben, wer die Sammler sind und bla und Peng. Und Barsafan hat die Karten. Ich warte jetzt absichtlich, damit sie die Karte kriegt. Also ist ganz lustig. Da gibt es Quests, da gibt's, du kannst dir die Karten auch ausdrucken lassen. Und also für die Leute, die sammeln. Ja? Ich hab Tatsache damit so nicht gestreamt, kurzzeitig. Aber mehr auch wegen dem Unfall als Ablenkung, weil ich das mal probieren wollte, hab's dann aber sein lassen, weil ich das nicht wusste, wie das funktioniert und ich hatte keinen Bock, mich darum zu kümmern. Ich kannte euch ja nicht. Ja. Und dann hab ich's wieder sein lassen und hab das alles gelöscht, hab dann ewig liegen lassen und nach 3 Jahren Inaktivität wird er ja eh bereinigt. Und dann habe ich Walle auf YouTube. Bin ich Walle von YouTube nach Twitch gefolgt. Mit Glaube, das war so ja Horizon Zero Dawn damals. Und dann hat mir der liebe Shandy911, ganz lieben Dank dafür, ein Abo geschenkt bei Walle. Und da habe ich erst angefangen, da habe ich auch ein Follow ihm reingedrückt. Ja. Und da habe ich das erst mit den Abonnenten und so verstanden. Und dann hat Walle an dem Tag Radler geradet. Und Radler hat Invertmaster geradet und Invertmaster hat mach nicht diesen geradet. Und deshalb weiß ich genau, welcher Tag das war, nämlich der 17.12.2019. Und so habe ich an einem Tag die wichtigsten Personen auf Twitch kennengelernt, nämlich euch. War cool. Und Invert ist schuld, dass ich jetzt hier sitze. Ja, mich abzulenken, um ein bisschen aus meinem Schneckenhaus rauszukommen. Also die Schatzsuche. Hier steht sie nur: Rallye-Monster jagen 5 Stiere. Ihr müsst euch das im Englischen vorstellen. Wie bekomme ich den Schatz? Lach. Ja, indem man Stiere jagt. Nein. Indem ihr eine Arcade-Veranstaltung mit dem Thema Sprung macht. Und Stier ist ein Bullseye. Im Englischen steht hier, siehe Rallye-Monster ja, nach Jagd des Bullseye. Ja, damit ist hier, wie man auf dem Bild sieht, was Barca-Fan gerade auch in dem Event hatte, drinne. Ja, diese Sprung-Events, wo du praktisch diesen Orangen das Bullseye von der Dartscheibe treffen musst. Ja, du musst also eine Arcade-Veranstaltung Sprung durchführen. Ist eine Top-Übersetzung, aber ne, KI und Übersetzen ist so eine Sache. Und das Auto habe ich, wie gesagt, gestern schon erstellt. Ja, das ist ein ganz tolles Auto. Der ist scheiße. Der bleibt scheiße, egal, wann man den tunt. Zumindest im Rallye-Bereich ist es mit das schlechteste Auto, was man kriegen kann. Nämlich der Ford M-Sport Fiesta RS von 2017. Den könnt ihr für 500.000 in der Automesse kaufen oder für 100.000 im Auktionshaus, weil er eben so toll ist. Ja? Ich habe den getunt auf S1900. Kann man mitfahren. Ist für das Auto ein sehr gutes Tuning geworden, aber lassen wir es dabei. Ja? Szene tauschen. Oh, Entschuldigung. Da. Ja, also der ist es, ja. Der M-Sport und kann man machen. Im Auktionshaus findet er den unter Ford Fiesta RS. Da kostet er ungefähr 100.000. Ja. In der Automesse kostet er 500.000. Ja, mit dem Auto müsst ihr das fahren. Das ist ein Tuning, was extra für Sprünge gebaut ist. Ja, man kann Rallye-Events mitfahren und man kann Sprünge mitfahren. Ist ganz witzig, aber gegen andere Rallye-Autos mit S1900 sieht er keine Sonne. Ja? Gegen den Porsche zum Beispiel sieht er keinen Stich hier. Ja, oder gegen na, den schon, aber. Ja. Der Tuning ist schon jetzt mit die Worte. So, das dazu. Und insofern. Sind wir, glaube ich, jetzt kurz davor, dass wir noch die Foto-Challenge machen können?
Genau. Wir machen mal schnell die Foto-Challenge. Die Foto-Challenge kicken wir uns mal an, und zwar die Foto-Herausforderung. Mit immer einen Schritt voraus, fotografiere den 2018er Land Rover Velar First Edition auf der Baja Rundstrecke. Das ist easy. Wir nehmen uns also ein Auto, wechseln mal zu Land Rover, dem Liebling aller Werkstätten, gehen zu dem Velar, den wir natürlich haben, mehrfach, ungetuned, so wie er ist. Knack. Achso, liefern müsste ich ja vielleicht auch, wa? Gehen damit zur Baja Rundstrecke und machen mal ein Foto. Die Baja Rundstrecke ist hier. Glaube ich. Kennen die Strecke mittlerweile. Und wen es interessiert zum Beispiel, unter YouTube habe ich ein Video mit dem Flugsimulator erstellt. Das kennt der eine oder andere vielleicht. Bevor ich hier das Foto mache, kann ich euch das dann mal zeigen. YouTube Studio, und ich bin nämlich mit dem Hubschrauber in Guanajuato gewesen. Mit dem Flugsimulator natürlich. Ja. Und wo ist er? Mein Flight Sim. Hier ist er. So. Da haben wir hier, kleiner Vorgeschmack, Rundflug über Berlin. Nee. Wo ist er? Sim-Update. Wo ist denn das? Habe ich das überhaupt drin? Wo ist denn das? Heimatzuschauer. Pripyat waren wir. Da ist es. So. Jeder mal weg hier. Dann muss ich kurz mal starten, damit ich den Link aufrufen kann. Das hier ist mit dem Helikopter, mit dem Airbus HC-135. Das echte Guanajuato, mal abgeflogen, mit der Bing-Szenerie, nicht mit der Google-Szenerie. Das ist ein bisschen schwierig zu erkennen, aber ja, nur für die Leute, die es interessiert. Da sind wir mal ein bisschen in dem echten Guanajuato gewesen. Und auch hier wieder, ne, auf Sand quietschen keine Reifen, liebe Player und Games-Entwickler. Ja. Auch deshalb habe ich den Eindruck, dass die Leute sich irgendeinen Entwickler von Need for Speed eingekauft haben, von Codemasters. Weil bei Need for Speed, bei Codemasters, quietscht auch ein Auto auf Sand. Und hier müssen wir allerdings wieder die Werte ändern. Das ist mein Effektmenü. So, Standardeinstellungen nehmen wir wieder rein. Nein, nicht verlassen. So, dann Fotomodus. Machen wir ein ganz einfaches Foto mal. Mit dem Fischauge. So. So, Foto-Challenge erledigt. Brauche ich nicht speichern, so schön ist es nicht. Aber das ist die Foto-Challenge. Relativ leicht. Na, kriegt man also ohne Probleme gebacken. So. Dann dürfte das soweit sein. Da ist. Wir gehen rüber zum Invertmaster. Seid mir nicht böse heute. Ich brauche Pause jetzt im Kopf, sonst habe ich langfristig ein Problem. Ich gebe euch in sehr kompetente Hände. Und haut rein, schön, dass ihr da seid, dass ihr da geworden sind. Hier geht's weiter am Sonntag um 10 Uhr pünktlich mit Anno. Da können wir uns nochmal mit dem DLC beschäftigen. Ich habe ja schon was gebaut, auch da habe ich schon ein Video drüber gemacht, und das könnt ihr auch bei YouTube sehen. Schön, dass ihr da wart. Ja. Wer Tassen sammelt, ja. Ja, es gibt von mir auch eine Tasse. Und ich habe auch eine davon. Und vielen Dank, dass ihr da wart. Und fahrt schön, lasst einen schönen Gruß da. Und vergesst unseren lieben Kaya nicht. Ne? Denke, er braucht ein bisschen. Gute Zurede von uns.
das ist noch die Liste von Sonntag. Und haut rein, meine Lieben.